Es ist euer Host, rocks the most in the building. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In the Building, meine Freunde. Für mich habe ich heute eine absolute Hip-Hop-Legende im Raum. Herzlich willkommen, Markus Steiger. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Hallo Tissi. Du durftest? Du dass darfst? Ich, dass ich darf. Ja. Dass ich da sein durfte, dass ich herkommen durfte. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut. Ja. Also mir persönlich geht's sehr gut. Also wenn klar, ich werde alt. Das steht ja dann auch jedes Mal drunter unter diesen YouTube-Videos. Steiger ist unglaublich alt geworden. Ja, ist richtig. Ich bin unglaublich alt geworden, aber dafür sehe ich wirklich auch noch hervorragend aus. Bin auch eigentlich noch in ganz guter körperlicher Verfassung. Schulter tut gerade weh, Hüfte seit längerem. Ab 50 geht das los, ne? Ehrlich gesagt, ein bisschen früher bei mir. Also Hüfte ist tatsächlich wirklich schwierig. Ja. Du bist doch Kampfsportler, oder nicht? Ja, ja, ich bin Kampfsportler. Ja. Und wenn ich mich bewege, tut es auch nicht weh. Ich hätte nicht fragen sollen, wie es dir geht, oder? Ja, ja, genau. Ab einem gewissen Alter ist sowas immer gefährlich. So, oh, jetzt reden wir über gesundheitliche Probleme. Nee, privat geht es mir hervorragend. Wirklich sehr glücklich und weltpolitisch für den Arsch. Also ziemlich beschissen, ja. Ich glaube, da fühlen wir uns alle gleich. Sagen, ja. Ja, also das ist schon wirklich faszinierend, dass das jetzt irgendwie so dieser Krisenmodus seit drei Jahren eigentlich gefühlt irgendwie so von einer Krise in die nächste und jedes Mal auch so ein leicht abweichende Meinung zum Mainstream, also zumindest habe ich das Gefühl, dass meine Meinung immer so abweicht und dafür dann auch wirklich auch gut auf die Fresse bekommen in der Vergangenheit. Ich glaube, das liegt eher an unserer Natur, weil, also ich habe Hip-Hop gemacht, um zu rebellieren, ich wollte nicht dazugehören. Ja, aber da hatte ich jetzt schon echt wirklich so in den letzten Jahren mehr oder weniger das Gefühl, das war immer cool so, ey, du bist rebellisch, du bist ein Rebell ohne Grund, das ist gut, du bist Hip-Hopper, ja, das muss rebellisch sein, aber dann, als es jetzt auch wirklich um was ging, also als dann so eine Bundesregierung oder so Regierungen halt eine gewisse Politik da durchsetzen wollten und dann war man plötzlich rebellisch und man hat sich das nicht mehr so easy angefühlt. Dann ging es halt um was. Ja. Ja? Und dann, also ich dachte mir halt auch oft, als mir dann so Freunde oder auch meine Frau geraten haben, so, hey Markus, sag da jetzt nichts dazu. Da dachte ich, hä? Man hat doch immer was dazu gesagt. Ja. Ja. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, dass man sich jetzt heutzutage lieber enthält, weil man in eine Schublade gesteckt wird, anstelle, dass man an die Ursache rangeht. Ich meine, das habe ich natürlich auch. Ja, ich meine, Applaus von der falschen Seite möchte man ja auch nicht bekommen. Ja. Ja? Also wenn jetzt irgendwie alle, die gegen Krieg sind, nur noch so AfD sind, ja klar, dann fühlt sich das komisch an. Aber trotzdem finde ich es halt richtig, gegen den Krieg zu sein und auch wirklich da sowas wie eine Radikal, also ich bin jetzt kein Pazifist, ja, ich bin ja auch, kann schon verstehen, dass man kämpft und auch militärisch kämpft, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine vernünftige Position zu sagen, hey, ich setze nicht auf Waffengewalt, ich setze nicht auf Militärexporte, ich setze nicht darauf auf Waffenexporte, ja, sondern ich setze auf Verhandlungen. Ich meine, ich gehe ja auch in der Jugendarbeit nicht her und sage, ja, haut euch auf die Fresse, das ist geil. Warte mal, das finde ich das aber interessant. Ist super, sondern redet miteinander. Du bist also für den Dialog, aber verstehst auch militärische Einsätze. Na klar, natürlich versteht man. Finde ich interessant gerade, also. Naja, guck mal, also ich meine, ich bin ja auch Klassenkämpfer, ja. Also ich kann mir ja vorstellen, dass wenn die Interessenlagen der unterschiedlichen Klassen, der Arbeiterklasse, ich sag's jetzt mal ganz oldschool-mäßig, ja, der Arbeiterklasse und der Kapitalistenklasse, der Klasse der Ausbeuter und der Ausgebeuteten. Mhm. Wir können das auf einem friedlichen und dialogischen Weg klären. Ja. Das heißt aber, Ausbeuter, gebt eure Ausbeuterprivilegien ab, Kapitalisten, gebt euer Kapital ab. Ich habe den Eindruck, ich habe den Verdacht, dass die sich das nicht so einfach wegnehmen lassen werden. Den Verdacht. Das ist nur meine Vermutung. Ja. Ja. Vielleicht liege ich ja falsch.
Ja? Ich denke, dass wir in diesem Fall auf Konfrontationen vorbereitet sein müssen. Und insofern verstehe ich auch, dass man kämpft. Mhm. Ja? Ich kann auch meine kurdischen Freundinnen und Freunde verstehen, die sich gegen so etwas wie den IS verteidigen, absolut, verteidigt haben. Ja? Absolut. Ich fand nur deine Begrifflichkeiten interessant, deswegen wollte ich da ganz kurz tiefer bohren. Ja, gut, aber also guck mal, du lebst in Raqqa, du lebst in einfach so ein okayes Leben, ja. Du hast vielleicht in Moskau studiert, Frauenrechte, alles ist eigentlich ganz einigermaßen in Ordnung. Plötzlich kommen aber so Mittelalter-Freaks und machen da Kreuzungen auf der Straße. Ja, aber wirklich dann mit Ernst und mit Kalaschnikows. Und du denkst so, ey, bin ich im falschen Film? Wer rettet mich jetzt? Warum kommt da jetzt niemand? Ja. Das ist doch wirklich wie diese Leute, die auf Mittelaltermärkten rumstehen und da Mittelalter spielen. Plötzlich kommen die aber und übernehmen absolut die Macht und du denkst so, geht's noch? Und dann verstehe ich doch, dann versteht man doch, dass man kämpft. Das hast du aber gut erklärt, ja. Hast du sehr gut gesagt. Okay, also insofern. Aber ich hab halt auch den Eindruck, jetzt gerade bei diesem Israel-Palästina-Ding, da dreht sich das schon auch so ein bisschen. Also ich meine, da kannst du doch, also im Namen der Menschlichkeit auch einfach sagen, okay, da passieren Kriegsverbrechen, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es kann nicht sein, dass du eine Terrororganisation bekämpfen willst, indem du dann irgendwie die Zivilisten ermordest. Ja, also Flächenbombardements machst. Und das ist ja auch, das funktioniert ja auch überhaupt nicht. Ich habe das nochmal nachgeguckt, irgendwie mit asymmetrischer Kriegsführung. Also darum handelt es sich ja. Es ist auf der einen Seite halt eine reguläre Armee und auf der anderen Seite ist es ja sowas wie eine aufständischen Vereinigung. Du kriegst es auf diese Art und Weise ja nicht in den Griff. Ja. Also wenn es jetzt gerade irgendwie 30.000 oder 40.000 Hamas-Kämpfer gibt, dann gibt es aber nach diesem Einsatz und nach dieser Aktion 500.000 Hamas-Kämpfer. Und das verspreche ich dir jetzt hier in die Hand hinein. Das kannst du auf diese Art und Weise nicht bekämpfen. Also das macht auch militärisch null Sinn. Außer du verfolgst wirklich eine andere Agenda, was da gerade irgendwie abläuft. Und das kann, also das wird man erst sehen, wenn die Aktion beendet ist. Also da bin ich jetzt nicht der Typ, der jetzt sagt irgendwie so, hey, okay, hier geht es um Vertreibung und so weiter, aber sagen wir es so, es fühlt sich so an. Und wenn sie mal beendet wird, jetzt fällt auch jedem auf, dass es jedes Jahr zum Ramadan passiert. So, ne? Es ist halt immer jedes Jahr das Gleiche. Es gibt jedes Jahr zum Ramadan immer Probleme. Action. Und immer. Ja. Es gibt immer Action und es ist jedes Mal ein anderer Grund. Ne? Jedes Mal hat doch jemandem den Kuchen weggenommen. Es geht ja halt immer darum. Und ich finde das auch interessant, dass du das so offen ansprichst, weil niemand spricht darüber gerne offen, weil man, wie wir eben gerade am Anfang schon gesagt hat, in Schubladen gedrückt wird. So, man wird da einfach einmal reingeworfen und so ist es. Jetzt ist ja Free Palestine, wird ja gleichgesetzt mit Heil Hitler. Alter, da bin ich so raus. Ja, aber das ist ja auch wirklich dann so eine Bild-Zeitungsüberschrift. Digga, Ben Salomo rappt, er hat auf seiner Seite, auf seinem Instagram da drauf, er rappt das. Ja gut, aber das ist wirklich total irre. Aber auch da hat ja auch eine Radikalisierung stattgefunden, so in den letzten Jahren. Ich meine, ich kenne ihn ja auch schon relativ lange. Und ich kenne ihn persönlich nicht, ich kenne ihn halt nur als hier. Doch, ich kenne ihn. Also auch die haben ja mal bei Royal Bunker oder angedockt an Royal Bunker. Irgendwie hat Chaos Loge ja auch damals eine Single. Rap ist meine Schwester und ich schütze ihre Ehre. Nee, das war, glaube ich, das war Beatfabrik. Nee, das war aber mit denen zusammen. Das kann sein. Ja. Das kann sein. Ach, da bin ich manchmal nicht so richtig. Ich habe das alles noch im Keller. Ja, ja. Ich auch. Aber nicht im Kopf, leider. Ja. Nee. Ja, weißt du, aber guck mal, jetzt ein kleines Beispiel, ja, dann macht Johnny diese Veranstaltung, dieses Rap am Mittwoch und dann irgendwie geht er von 4 auf 5 Euro hoch und ich meine, was sagen die Affen dann da? Ja, das ist Jude, deshalb macht er dann irgendwie jetzt die harten Preise und so weiter. Ich meine, ich kenne doch doch gesagt worden. Weißt du, und auf der anderen Seite so, ja, Rafat ist aber ein cooler Geschäftsmann, also so, der weiß, wie man Kohle macht. Also, ja, bei dem einen ist es irgendwie so. Ja, da müssen wir ja anfangen, darüber zu reden, was Wahrnehmung ist, so, weißt du, also wie man Dinge. Naja, gut, aber ich meine, der hat das schon auch abbekommen und alles, was er so gemacht hat, war dann immer unter Vorbehalt und ja, der Jude macht jetzt wieder das. Ich will das nicht relativieren. Also das ist, und ich glaube, das radikalisiert die Leute auch.
Aber bin also, ich jetzt, also müsste ich mich jetzt radikalisieren, weil ich seitdem ich ein kleiner Junge mit Rassismus konfrontiert bin. Wie viele Leute kennst du, die sich radikalisiert haben, die sich über genau diese Erlebnisse dann doch auch ganz in ehrlich, gewisse Art und Weise radikalisiert haben? Aus meiner Jugend kenne ich zwei Leute, die abgehauen sind zum Heiligen Krieg. Okay. Einer ist wiedergekommen, den hat auch das ganze Fernsehen gesehen, der sitzt auch so. Aber ja, zwei Leute kenne ich. Ich meine jetzt nicht radikalisiert in Form, dass man selber losgeht, ja, aber dass man verhärtet wird. Dass man in seiner Meinung sich verhärtet. Genau. Das kommt bei mir gar nicht in Frage. Ich bin Künstler. Das kommt bei mir gar nicht in Frage. Ja, also aber ich weiß, also ja, ich meine, guck mal, ich habe ja die letzten 4 Jahre auch in diesem Bereich ja extrem viel gearbeitet. Ja, wir haben ja dieses Buch zusammen, also ich habe ja, oder Mohammed Shahour und ich, wir haben ja ein Buch zusammengeschrieben über arabische Clans und genau, es ging eigentlich 3/4 dieser Geschichte geht es eigentlich nur um Identität, Zugehörigkeit genau, und Zugehörigkeitssuche. Und auch da kann ich sehr verstehen, dass sich die Fronten verhärten. Hm. Ja, dass man irgendwie sagt, so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese deutsche Gesellschaft. Die hat mich so oft ja, abgefuckt. Ich habe keinen Bock mehr, da hier mitzuspielen. Ja. Und diese Meinung gibt es. Und genauso gibt es halt irgendwie sowas, wie was bei Ben Salomon dann passiert ist, dass es sich halt dann... Es gibt einen interessanten Satz, ja, Jude bist du nicht, zum Juden wirst du gemacht. Und das Gleiche trifft auch auf die arabische Community zu. Mhm. Du bist nicht der Fremde, du wirst zum Fremden gemacht. Genau. So. Und das wirkt auf dich zurück. Und irgendwann sagst du, ja, fuck it. Ich weiß ganz halt genau, wovon da die Rede ist. Wie du weißt, 5 Jahre war ich am Halleschen Tor an der vordersten Front. Ich sage ja auch, am Meringdamm herrscht ein Araberhass und kein Islamhass. Die Leute kommen dort auf die palästinensische Bevölkerung nicht klar. Ja, klar. Obwohl sie zu 99% aus Palästinensern bestehen. Also ich weiß genau, wovon da die Rede ist. Ja. Aber ich fühle das, weil wir waren die erste Gastarbeitergeneration. Bei uns dachten die Leute, wir gehen wieder nach Hause. Ja. Eine Oma Erna hat zu mir gesagt, du bist so süß, hier hast du ein Bonbon. Und wann geht's wieder in die Heimat? Ja. Das habe ich als Kind gar nicht verstanden. Ich bin nirgendwo akzeptiert worden. Ja. Oder ich sollte assimiliert werden. Ach, du bist doch Deutscher. Mm. Willst du dir nicht einen deutschen Namen geben? Also man hat sich dann deutsch gefühlt. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin hier geboren. Ich bin ja irgendwie deutsch. Ja. Wie so ein Amerikaner, Amerikaner und ein marokkanischer Franzose. Dann Franzose, weil er da geboren ist. Wenn es darum geht. Aber meine Identität habe ich nicht in der Nationalität gefunden. Die habe ich im Hip-Hop gefunden. Die findet keiner in der Nationalität. Was heißt denn das? Also ganz ernsthaft, wir haben doch auch die Frage gestellt, was ist denn dieses Deutschsein? Mhm. Was ist das? Wurst und Bier. Mehr gibt's nicht. Aber es ging ja gerade um die Frage Identität. Weil nee, ja, eine Identitätsfindungsphase, das ist ja das Wichtige. Genau, und da spielt Zugehörigkeit und aber da spielt Nerd Talk in the Building. Da spielt halt so viel auch Fremdzuschreibung eine Rolle. Und die äußeren Einflüsse sind ja die größten davon. Ja, genau. Was meine Eltern zum Beispiel nie wussten, ist, wie schlimm es uns eigentlich draußen ging, wenn wir zur Schule gegangen sind, auf dem Rückweg oder auf dem Spielplatz, wie rassistisch wir behandelt worden sind, ständig. Ja. Oder auch nicht dieselben Chancen hatten, wie meine Kumpels, die Christian hießen oder Peter. Ich habe es auch mal gerappt. So. Also du siehst halt keinen Mohammed in der Führungsposition bei der Deutschen Bahn. So. Das jetzt ja, was mittlerweile schon. Und dann, da echt, holen gibt's sie jetzt einen Mormon? Den holen sie den. Ja, dann gibt es jetzt einen. Den holen aber, sie. Weißt den, du, also Diversity hat, der Kapitalismus hat das schon auch jetzt gefressen mittlerweile. Ah, verdammt, jetzt machen sie es ja? Warum natürlich sitzen wir dann hier? Weil man vielleicht doch zu nein, alt ist. Ja, nein, es ist doch perfekt, es ist doch Diversität 100 Level gerade hier. Wir jetzt gerade. Ja. Ah, Gott, für alte Männer. Ja, die alten Männer unterhalten sich. So, da kommt jetzt einfach nur drunter, warum ist hier nicht noch eine junge Frau? Die sitzt hinter der Kamera. Hi. Und was ist mit Transpersonen? Warum sitzt die sind da ja schon auch eingeladen. Die haben ja alle haben hier eine Stimme. Was? Wie? Also, alle sind hier eingeladen. Willst du mich irgendwie gerade... Guck mal, du hast gerade auch mit Schubladen angefangen. Nein, aber sowas steht ja dann da drunter. Das ist ja, nein, das ist ja das, was ich meine. So, Diversity ist halt auch so ein Konzept, das kann halt jetzt einfach super gut benutzt werden. Weißt du, so, ich meine, dann hängt halt bei Rewe die Regenbogenflagge draußen und trotzdem kriegen die Leute nicht ihren Mindestlohn gezahlt oder werden ausgebeutet. Also weißt du, so, es ist ja auch scheißegal, ob du irgendwann mal von der schwarzen lesbischen Führungskraft entlassen wirst, weil der Shareholder Value steigen muss. Ja. So, das ist doch das Problem. Natürlich macht es einen Unterschied. Ich weiß es in der Sichtbarkeit. Aber trotzdem, ich meine, wenn du die Funktion im Kapitalismus übernimmst, ja Gott, dann kannst du auch behindert und schwul sein. Na gut, ändert sich nichts. Hast du gerade echt behindert gesagt?
Sagt man nicht mehr. Ist es Special Needs? Oder? Sagt man nicht mehr. Weißt du, was mich ärgert? Also jetzt an der Stelle, es macht die Verhältnisse nicht besser, wenn du das einfach besser benennst. Gewisse Worte muss man wirklich nicht sagen mehr und da höre ich mir das auch gerne, also wirklich von den Betroffenen an, und ich bin jetzt keiner, der, ich habe schon immer das gesagt und jetzt sage ich es immer noch. Und ich habe ja jetzt wirklich gesagt, behindert in der Form, also dass man wirklich Handicapped Person ist. Dann habe ich nicht richtig zugehört. Eine Handicapped Person ist und schwarz und homosexuell, und wenn du dann halt trotzdem einfach im Sinne des Kapitalismus Leute entlässt oder Lohndrückerei durchsetzt, dann hast du nichts, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen als Gesellschaft. Auch nichts gelernt als Gesellschaft vor allem. Außer dass beim Kapitalismus einfach nur das Geld zählt. Genau, und dann, so. Dann ist es dem Kapital auch egal, wenn die Führungskraft Mohammed heißt, dann kann die schon auch gerne mal Mohammed heißen. Da waren wir wieder back im Topic. So, das ist das, was ich meinte. Genau. Da meinte ich jetzt nicht, sondern ich meinte jetzt wirklich Handicapped Person in dieser. Okay, aber wenn es darum geht, habe ich das alles tatsächlich erlebt. Guck mal, ich habe es erlebt. Ganz kurz darf ich nur auf dieses eine, also ich habe einmal so ein Erlebnis gehabt, ja, elfjährige Kinder und so die ganze Zeit, hey, bist behindert, ja, so. Und wir als Eltern halt, nein, sagt man nicht mehr. Okay, ging am Tisch, Geburtstagsgesellschaft, und dann sagt der eine plötzlich, ich bin wirklich behindert, ich habe einen Behindertenausweis. Stille. So Stille, genau. Und dann so. Und ich dachte so, yes, yes, das ist geil. Yes, ihr sagt's nie wieder. Ja, ja. Das war ein gutes Erlebnis. Da sind die sensibilisiert worden auf ihre Sprache. Ja, genau. Ja, so habe ich das in meinen Rap-Workshops gemacht. Ich habe die alles sagen lassen. Ja. Aber als dann darum ging, dass sie das, was sie da gerade aufschreiben, mit so und dies, das, wo ihrer Mutter rappen müssen, war auf einmal das Verständnis für Sprache da. Ne? Ja. Oh nee, das kann ich für meine Mama nicht sagen. Komm, wir finden ein anderes Wort dafür. Und dann ging es los, so, weißt du? Sehr Verständnis gut. schaffen, sehr wichtig. Sehr Guck mal, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum, weswegen wir hier sitzen. Ja. Es war doch eine gute Aufwärmübung hier gerade. So, mein Freund, wer ist Marco Steiger? Ja. Wer ist Marco Steiger? Marco Steiger. Ja, ich bin Marco Steiger. Bist 54 Jahre jung. 52. Mach mal hier nicht Altersshaming. Ja. 52 Jahre alt, ja. Ja. Ach Gott, ey, also das finde ich jetzt so keine Frage, über die ich lange nachdenke. Ehrlich also, nicht? Also weißt du, was, wenn ich deinen Namen höre, was in meinem Kopf passiert? Ja. Aber da muss ich halt sagen, okay, weißt du, ich bin 24 Stunden mit mir zusammen. Dieser Bereich, den du kennst, der spielt bei mir so 2 Minuten am Tag vielleicht eine Rolle. Echt? Wo ich dann denke so, ja, war geil, was ich gemacht habe. Und der Rest der Zeit ist halt einfach so, ja, oh, jetzt aufstehen, sich neu motivieren. Nee, also sagen wir es jetzt mal so, ich glaube, ich bin eine Person mit viel Energie, ich mag mich. Ja, na? Ich also, mag dich auch. Oh, danke schön. Ich mag dich. ich glaube, dass ich auch amüsant bin und lustig bin und eigentlich auch schnell und kreativ sein kann. Ich glaube, ich bin ein bisschen unorganisiert manchmal und macht die Dinge nicht so mit dem notwendigen Druck vielleicht auch fertig. Notwendiger Druck, okay. Naja, ich habe mich, also das war neulich, war das tatsächlich mal so ein bisschen Thema, dann guckt man sich. Wir haben da eigentlich so ein Fragespiel gespielt, so ein über persönliche Fragen. Ja. Ja. Und da war dann doch auch so eine Spur von Selbsterkenntnis. Ah, ich würde es jetzt mal so beschreiben, diese Oliver Kahn-Sieger-Mentalität, die habe ich nicht.
Ja, dieses Ich muss gegen Manchester United das letzte Tor! Um jeden Preis, um jeden Preis. In der Nachspielminute, dritte Nachspielminute. Ja. Fehlt mir, ist auf der einen Seite ein bisschen sympathisch, auf der anderen Seite ist so ein bisschen, steht man sich ja auch selber im Weg. Als Künstler ist man das da. Oder als Freigeist würde ich was behaupten. Ja. Ich habe irgendwie halt immer eine Meinung zu Dingen, die dann wie bei dir auch immer quertritt, so, ne? Ja, gut, taktisch bin ich jetzt auch nicht. Also, das muss, so, dass man jetzt aus taktischen Gründen sagt, so, ja, okay, das sage ich jetzt mal anders oder halt. Ich muss das Gott sei Dank nie anwenden. Oh, wie abgefuckt wäre mein Leben, müsste ich taktisch vorgehen. Mhm. Ja, aber deshalb zum Beispiel ist man ja auch nicht Mitglied einer oder nicht angestellt bei einer großen Firma, zum Beispiel. Ja. Ich muss einfach mal so in die Kamera gucken und gucke jetzt wieder dich an. Guck mal, mich haben ganz viele Leute, warum bist du nicht irgendwie A&R bei einer großen Plattenfirma geworden? Ja, klar, nicht, weil die genau wissen, dass ich ihnen im Zweifelsfall auf den Tisch kacke. Ja, weil du dann ja aber auch sagst, was du denkst. Genau. Aber der Real Talk ist, dass du tatsächlich durch dein Label Künstler erschaffen hast, die alle bei diesen großen Labels gelandet sind. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Für die Künstler. Ja. Wo sind deine Schecks? Was? Wo? Kapitalismus, wo sind deine Schecks? Mit den Schecks verpasst. Leider den kurzen Augenblick mit dem, hey, hier und den Vertrag müsstest du noch kurz unterschreiben. Ganz kurz, bevor du weiterziehst. Da fehlt noch die Unterschrift. Leider verpasst. Aber lass doch da mal genau da einsetzen. Du bist ja kein gebürtiger Berliner. Nee. Du bist ja aus Stuttgart. Ja. Das habe ich mir natürlich angelesen, so, ne? Das weiß man ja. Mhm. Warum bist du nach Berlin gekommen? Welche Intention hattest du, nach Berlin zu kommen? Weil alle meine anderen Freunde damals nach Hamburg gezogen sind und weil Berlin quasi nicht angesagt war, sondern Hamburg war die angesagte Stadt. Ja. Und da habe ich mich zielstrebig für die nicht angesagte Stadt entschieden. Oh, mal rebellisch sein. Ja, genau. Also Berlin war ja immer so. Berlin hatte halt irgendwie diesen Ruf, ja, da gehen die Leute hin, die halt keinen Wehrdienst machen wollen. Und das war halt irgendwie so die Hängerstadt und so, also so links alternativ. Und das war Anfang der 90er Jahre dann nicht mehr besonders attraktiv. Ja, also wenn man dann weggezogen ist aus Stuttgart, dann ist man eher nach Hamburg gegangen. Und das war so ein bisschen, da war die Kunstszene, da war die Musikszene. Berlin war eigentlich mehr oder weniger abgemeldet. Ja klar, Stadt der Wende, aber puh, ja, ein paar abgehalfterte Punks sind da noch übrig. Und ich fand Berlin aber vielleicht auch aus dem Grund spannend, weil es eben nicht so modern war damals. Und ich habe mich verliebt in eine Frau, die allerdings auch in Hamburg gewohnt hat, aber dann hatten wir so ein komisches Modell im Kopf, ja, wir können doch so eine Fernbeziehung, aber nicht so weit auseinander, nicht Hamburg-Stuttgart, sondern Berlin-Stuttgart, Berlin-Hamburg, ja, dann ist man so in 2-3 Stunden kann man sich dann sehen. Und die hat aber in Berlin dann tatsächlich so ein Praktikum gemacht. Ich komme in Berlin an, wir gehen diese Stufen am damaligen Ostbahnhof oder am damaligen DDR-Hauptbahnhof, also Ostbahnhof, heute ja Ostbahnhof, gehen runter. Und ich weiß nicht, ob du Berlin in den 90er Jahren noch so riechen kannst. Ja, ja, absolut. Wenn du in den Osten gekommen bist, das hat gerochen nach Braunkohle. Also ich kann mir jetzt Osten nicht vorstellen, aber ich weiß, wie es war als Kind, auch in Kreuzberg rumzulaufen. Ah, okay. Das hatte so einen Flavor und einen Geruch auf jeden Fall. Ja, Kohleöfen halt, ja. Also man hat es gerochen. Es war November, es war neblig. Im Osten gab es damals so orangefarbene Straßenlaternen. Also es war alles auch diesig und so weiter. Und wir gehen diese Treppen runter und sie so, ja, Markus, also ich brauche Zeit für mich. Und ich so, ja, schön, gut, ich bin jetzt hier. Und naja, es war halt eben auch in Stuttgart hat man so quasi alles, ich hatte mich so eingerichtet, ja, es gab meine Clubs, ich konnte arbeiten, wie ich wollte, man hatte relativ gut Geld verdient und irgendwie war es auch so ein bisschen, okay, neue Herausforderung, mal gucken, andere Stadt. Ja. Und dann war es aber halt auch wirklich so, okay, ich kann in Berlin halt wirklich niemanden. Die Jobsituation war beschissen.
damals. Also es war ja ganz viele Ostler waren ja einfach auch wirklich arbeitslos. Ja. Ich habe dann so bei Zeitarbeitsfirmen gearbeitet, also wirklich unter unterirdischen Arbeitsbedingungen. Also ja. Wirklich krass. Ja. So mal 8 Mark pro Stunde und so. Ja. 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 Habe ich auch durch. Genau. Aber ich kam aus einer Gegend, wo so 20 Mark die Stunde, also ich habe ja bei Daimler gearbeitet oder in anderen Stuttgart Fabriken halt, ja. Und habe dann auch irgendwann mal gesagt, so unter 20 Mark stelle ich nicht mehr auf. So, dann kommst du nach Berlin, so 8 Mark die Stunde. Ja. Ja. Ey, ich habe Telefonleitungen da in Neuenhagen bei Berlin verlegt. Ich habe Berlin überhaupt nicht bei Tageslicht gesehen. Ich bin morgens um 6, 7 bin ich da rausgefahren. Und abends um 17 Uhr wieder zurückgekommen. Du weißt ja, Berlin ist ja halt einfach. Es ist riesengroß hier einfach. Naja, erstens das und zweitens, es ist einfach wahnsinnig spät hell und wahnsinnig früh dunkel. Und so, ich habe Berlin 3 Monate nicht bei Tageslicht gesehen. Das war wirklich komplett deprimierend. Und ja, und habe mich dann so durchgeschlagen, bis ich dann angefangen habe zu kochen. Ab da ging es. Wie alt warst du damals? Auf. 21. 21? Hast du Koch gelernt? Oder? Nee, ich habe angelernt. Also ich habe wirklich damals City oder so, irgendwie so eine Stadtzeitschrift, ja, habe so aufgeschlagen, war eine Kleinanzeige, Küchenhilfe für Kaffee gesucht. Und ich dachte, ja, Küchenhilfe für Kaffee, ja, klar, Kuchen aufschneiden, belegte Brote schmieren, das kann ich ja auch machen, auf jeden Fall so Sandwich. Und ich hatte schon auch Bock zu kochen und komme so rein in diese Küche. Und die war in Schöneberg, Feinbäckerei, die Kneipe gibt es heute noch. Nice. Ich komme so rein in diese Küche und meine, das ist ja eine richtige Küche. Und dann meint diese Geschäftsführerin, die mich da reingeführt hat, ja klar. Und ich so, ja, kann ich auch. Und dann habe ich halt einfach mich angestrengt und hatte da Talent. Ich bin auch ein guter Koch geworden, ja. Cool. Weißt du gar nicht. Nein, es war gerade brandneu. Echt? Ja, absolut. Ja, nee, ich hab lang gekocht. Also ich kann auch gut kochen. Geil. Aber ich bin kein entspannter Küchenpartner. Ah, dann. Also ich schrei dich an. Dann warte ich eher auf die Situation, wo du kochst, ja, und genau. Ich einfach zum Essen komme. Ja. Also dieses gemeinsame Kochen, das ist nicht nee, so. Nee, mach du mal. Das klappt nicht so gut. Ja, ich habe da so ein hartes Regiment in der Küche. Ja, ich stecke auch in so einer Beziehung, wo nur ich koche. Ja, ja. Ist das so? Ich gucke auch extra in die Kamera. Ja. In die Kamera. Ja, in die Kamera. Sie sieht es dann später auf YouTube. Ich verstehe. So, wie ging es dann weiter? Ja, also du hast gekocht, also der Hustle war real. Genau, also ich hab so Gerüstbau gearbeitet und so, also wirklich so mich hier mit so Aushilfsjobs durchgeschlagen, dann angefangen zu kochen. Ja, wie ging es dann weiter? Und dann natürlich immer irgendwie diese Hip-Hop-Zeitschriften und diese Hip-Hop-Fanzines gelesen und darüber dann auch immer diesen Kontakt zur. Was war denn das damals? Backspin? Nee. Juice? Nee. Was gab's denn da? MK2. Ja, das kenne ich noch. Mix klar. News ja. Hieß das ja früher. Mix News, MK2. Und das SWAT Posse Mag. Das kenne ich auch noch, stimmt. Aber das kommt aus Süddeutschland, oder nicht? Nee. SWAT Posse Mag. Doch, das waren doch Berliner. Das waren doch SWAT Posse waren Berliner, klar. Ja, Ostberliner. Ja. Aber wie komme ich drauf, dass es aus dem Osten kommt? Ich glaube, aus Süddeutschland. Ich glaube, ich habe dieses Magazin mal aus Süddeutschland geschickt bekommen. Kann deswegen sein. Komme ich da drauf. Und ich habe dann immer bei New Noise und so, habe ich dann diese Magazine gekauft, aus diesen Fanzines. Digga, SWAT Posse war sogar bei Antenne früher, Mann. Also, ja. Ich kenne sogar richtiger Oldschool. Naja, und dann haben die auf der Insel haben die immer so Jams gemacht. Ja. Und ich habe ganz oft diese Fanzines halt gekauft und dann so Jam. Ah, verpasst. Ja. Es gab ja kein Internet und so weiter. Du musstest ja wirklich so analog dir diese Infos da halt zusammensuchen. Und dann halt übers Hip-Hop-Haus habe ich dann diese ganzen Funkfüchse, Savage und diese ganze, also Masters of Rap dann kennengelernt. Ah, die gab's schon. Ja, die haben damals dann so angefangen, das war ja so 94, 95. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe beim Uniradio mitgemacht. Also so, ich hatte schon immer auch so eine Affinität irgendwie zu den Medien. Ja.
Ja, Radio wollte ich sehr, sehr gerne machen. Das war dann immer so, die haben dann immer gesagt, ja, dein schwäbischer Akzent, das geht nicht klar. Hattest du einen schwäbischen Akzent damals noch? Naja, ein bisschen, schon oder bisschen mehr als jetzt. Oder ja, hey gesagt. Ja, man hört es ja heute noch. Also so, bisschen. Man hört's, ich meine, ich rede ja Norddeutsch. So, das hört man ja auch. Ne? Genau, aber Norddeutsch ist halt Norddeutsch. Ja, ja. Und Süddeutsch ist Süddeutsch. Ich rede so, wie ihr schreibt. Naja, nicht ganz. Ja. Ihr sagt ja Mark und so. Mark. Nee, du sagst nicht. Nein, Mark. Sagst du eben nicht, genau. Nicht. Ja, ihr schleift es ja immer ab. Oh, Härte. Die Härte. Die das Härte. Ist ja die absolute Nein, Härte. Nein, das ist ganz Norden. Das ist Hamburg. Ich bin Hannoverdeutsch. Ja, Mitte. Sag mal Härte. Mitte. Härte. Härte. Ich bin die Mitte. Du bist so mehr auf Hamburg gerade. Da ziehen die alles in die Länge, ne, Digge? Du weißt, Digge. Das ist so. Ja, das stimmt. Ne? Die ziehen das. Und da, bei dir, das Schwäbische schon so, ja, hey, schon oder hey? Nee, also ich habe mich immer bemüht, aber das war, ich habe ja dann auch Praktikum bei Radio Fritz gemacht. Auf jeden Fall, aber diese Uni-Radio-Zeit, da habe ich dann diese ganzen Rapper mal eingeladen. So. Ich wollte wirklich sehr gerne Radio machen, habe dann aber auch so über diesen Hip-Hop-Journalismus halt dann eben so bei MK2 oder dann Style and the Family Tunes hieß die eine Zeitschrift, dafür, die ich ab und zu mal geschrieben habe. Und man muss dann, Moment, hast du Journalismus studiert? Nee. Ich habe BWL studiert, VWL studiert. Man und studiert Philosophie. BWL, wenn man, ne, du kennst den Spruch, oder? Wenn man was? Wenn man nichts anderes weiß. Nee, pass auf, ich habe das schon, das war ein sophisticated, also ein Ansatz, der war schon sophisticated, weil ich habe Philosophie studiert und VWL. Na? Und habe sehr viele Marx-Seminare besucht. Ja. Und Marx ist eigentlich VWL. Okay. Ja? Du also, magst den Sozialisten Marx. Der ist kein Sozialist, der ist Marx. Also er selber hätte noch nicht mal gesagt, dass er Marxist ist, ja. Sondern er ist Kritiker des kapitalistischen Systems. Sein Werk, Das Kapital, heißt Kritik der politischen Ökonomie. Das ist okay. Volkswirtschaftslehre. Und ganz ernsthaft, Marx ist der beste VWLer, den es gibt. Ja, okay. Weil der erklärt dir den Kapitalismus, wie er auch wirklich funktioniert. Wenn du einen bürgerlichen VWLer liest, wie John Smith, dann redet er von der unsichtbaren Hand des Marktes, die dann so quasi gottgleich irgendwie so die Preise manipuliert. Und dann denkst du dir, ja okay, wir sind jetzt im Metaphysik-Religionsseminar, aber nicht in der VWL. Und wenn du so, das Tragische ist halt einfach, dass die bürgerliche Ökonomie Marx natürlich aus ideologischen Gründen nicht lesen kann und nicht lesen möchte. Aber wenn du den Kapitalismus verstehen möchtest, dann lies Marx. Interessant, mache ich. Ganz einfach. Also ich habe da so ganz gefährliches Halbwissen, deswegen wusste ich, worauf du hinaus wolltest. Ja, aber der hat ganz, ganz wenig über den Kommunismus und über den Sozialismus geschrieben. Ja, aber da kannst du mal sehen, wie das bei mir hängt. Es gibt keine Vision der freien Gesellschaft. Das ist vielleicht so ein Absatz. So. Ja, okay, wir organisieren uns dann irgendwie so. Also 90% seines Werkes ist Kritik, ja. Ideologiekritik und Kritik der bürgerlichen Ökonomie. Ganz an der einfach. Gesellschaft, also am Kapitalismus. An der Wirtschaftssystem. Am Wirtschaftssystem, okay, wir verbleiben. Genau, also ja. Los, komm, lass weitermachen. Bedingt sich alles, aber es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, wir sollten uns einfach mal privat treffen und diese Sachen dann nochmal genau. vertiefen. So, ne? Ja. So, also, du warst beim Radio. So, genau, und dann war ich beim Radio und habe halt angefangen, so ein bisschen zu schreiben für diese Fanzines und so. Und eine Sache muss ich schon sagen, so, ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie im Endeffekt, so. Für mich war diese Karriere im Medienbusiness nicht vorgesehen. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass man das machen darf. Ich dachte immer, die Leute im Radio, die sind dort geboren und deshalb dürfen die da im Radioland. Ja, wie kommt man da überhaupt ran? Genau, wie kommt man da rein? Ja. Wie kommt man da rein? Ja. Und über dieses Uniradio bin ich dann so da reingekommen und dann habe ich mich bei Radio Fritz beworben, nee, Radio 1. Und habe dort ein Praktikum gemacht. Und war Radio 1 war aber halt ein bisschen zu alt eigentlich. War klar, ich hätte eigentlich beim Jugendradio landen sollen. Dann habe ich mich bei Radio Fritz und dann bin ich bei Radio Fritz aber so reingerutscht. Aber dann war das auch so eine Sache, man hätte halt irgendwie mit allen Leuten irgendwie dort befreundet sein müssen. Das war ich aber nicht. War dann auch relativ jung Vater. Und dann habe ich immer gedacht, naja gut, also Badminton will ich mit denen nicht spielen gehen. Ich will ja eigentlich Radio machen und ansonsten habe ich ja meine Familie oder gehe natürlich auch wieder nach Hause. Also ich bin auch im Radio nicht so besonders
gelandet. Was natürlich tragisch ist, ha? Ja, ich habe ja auch die letzten 6 Jahre ja auch so einen erfolgreichen Podcast zusammen Absolut. Mit Mauli gemacht ja. und so weiter. Und also Radio war immer, mochte ich immer sehr gerne. Und es war auch lange eine Wunde in meinem Herzen, dass ich da nie richtig gelandet bin. Schau, aber was du dir jetzt natürlich auch erfüllen kannst, genau. in Zeiten von Podcasts. Und kann man alles du hast ja auch einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Ne? Habt ihr nicht irgendeinen Award gekriegt? Habt ihr irgendwas gelesen? Ich habe irgendeine Auszeichnung bekommen. Wenn wir einen Award gekriegt hätten, wäre es schön gewesen. Nee, aber mit Mohamed Shahrour habe ich ja auch zusammen diesen Clanland-Podcast genau. gemacht. Der war wirklich sehr erfolgreich. Doch, der wurde mit irgendwas ausgezeichnet. Nein, irgendwas wurde er nicht. Wurde er nicht? Ja, doch, Alternative Radiopreis. Das war, glaube ich, eine Auszeichnung, die wir tatsächlich bekommen haben. Aber eine offizielle Auszeichnung haben wir nicht bekommen. Warum nicht? Böse, ja, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Das ist ne? die große Frage. Ja, weil ihr zu viel rebelliert. Oder weil da ein Shahrour dabei ist? Naja, oder das ein war, Steiger? Naja, weil halt die, weil die Erzählung nicht so ganz ins öffentliche Bild. Also wir erzählen halt Weiß sehr, ja. wir erzählen halt sehr langweilige Geschichten über Clans. Ja? Und da ist halt nicht die ganze Zeit Mord und Totschlag und. Digga, es wäre ja mal interessant, über die ganzen deutschen Clans zu reden. So. Aber komm. Gibt es eine großartige Serie auf Lower Class Magazine, deutsche Clans? Absolut, habe ich auch gesehen, mit BMW und dies und das. Genau. Komm, ich mache es jetzt mal journalistisch richtig. Wir kommen jetzt mal wieder zurück zum Thema. Du hast die ganzen Rapper eingeladen. Genau. Du hast eine Sendung gemacht. Wolltest du eine Deutschrap-Sendung machen? Eine Deutschrap-Sendung. Das hat man aber damals noch nicht Deutschrap genannt. Es war ja einfach nur Rap auf Deutsch. Ja. Und wenn du gesagt hast, haben die Leute gesagt, sagst du so, yo, yo, yo? Ja, genau. So war das. So haben die ja auch einen immer begrüßt, ein bisschen so die Und so, guck mal, gib mal die Hand. Ey, yo, stark, dass du hier bist. Die haben immer so Zeichen gemacht. So. Ja, so, yo. Ich dachte so, ja, okay. Puh, aus welcher Gang seid ihr? So, wen hat's denn alles da? Na, da war Savas Taktlos, Funkfüchse, also diese ganzen Leute, Siree, glaube ich, Basté, also so den ganz Berliner Underground war da. Und ich glaube, das fanden die einfach so irre, dass da so ein Typ aus Stuttgart diese ganzen Berliner Rapper in so ein Studio einlädt, wo auch die ganze Studio-Equipment rumsteht, dass sie irgendwie gedacht haben, so, okay, also der ist so irre, wir klauen jetzt hier auch nichts, wir machen auch nichts kaputt, aber der ist verrückt. Geil. Und dann kam ich halt irgendwann mal, also dann habe ich mich ja auch mit Savas schon ein bisschen angefreundet und hatte mir ja einen Abend lang, ich habe dann nicht mal gekocht, ich habe dann an Tresen gearbeitet, es gab mehr Geld. Ja. Ja, tatsächlich. Ey, was man nicht alles macht. Kochen ist echt schlechter bezahlt gewesen als einfaches Bedienen, was auch tragisch ist, weil Kochen einfach schon auch eine krasse handwerkliche Fähigkeit ist, aber gut. So, und dann habe ich am Tresen gearbeitet und war Savas einen Abend lang da und hat mir halt die ganze Zeit von den Freestyle-Cafés in Los Angeles und San Francisco erzählt. Dann war das ja auch die Zeit, wo, glaube ich, Lyricist Lounge rauskam, auch so diese New Yorker-Geschichte. Und vor allem, und da, das kann ich aber nur vom Hören sagen, weil da war ich nie, habe ich halt noch so über meine Stuttgarter Bekannten und Freunde irgendwie noch gehört, dass halt im Red Dog in Stuttgart regelmäßig ein Freestyle-Abend passiert, wo auch Hausmarke aufgelegt hat und Matze Bach da moderiert haben. Und das war aber eine feste Institution, irgendwie donnerstags. Geil. Hör ich zum ersten Mal. Ja, also die hatten, da entstand ja dieses ganze Kolchose-Zeug da, massive Töne und Max Herre und genau. so. Also Max Herre und Freundeskreis, die waren natürlich schon Stars. Ja, das war ganz stark eigentlich schon so, ne? Ja, aber es war ja immer noch so ein Mischmasch. Also wann kam das Freundeskreis-Album raus? 95, 96? Ja, es war so. Auf jeden Fall nichts für mich so. Aber wenn es um Hip-Hop ging, Deutschrap, fand ich stark, dass so etwas existiert. Aber ich konnte mir Kolchose nicht geben. Ich habe mir andere Rap-Musik gegeben. Echt? So. Aber Massive Töne ist eins also, massive besten, Töne war Kopfnicker-Album fand ich, ist eins der besten Alben. Findest du? Ja, das, guck mal, das ist nämlich so lustig, da habe ich so Erlebnisse mit.
Ich habe zu Kumpels, damals war Bong rauchen in, und dieses Album, diese Schallplatte war für mich immer Bong rausholen, kiffen, dieses Ding hören, so nicken. Echt? Und dann spielen alle PlayStation. Das hat mich voll genervt. Okay, das so, also das ist so meine Erinnerung an massive Töne, Keuchose. Aber das ist doch eher Cypress Hill hier. Hits from the Bong. Nein, aber es war damals so. Es war ja so, dass ich war Breaker und Sprüher. Das kam für mich alles so gar nicht in Frage, erstmal zu chillen. Das kam erst später alles mal, dass man sich mal ausgetestet hat mit Substanzen und bla und blub. So, ne? Aber wenn ich an Keuchhose denke ich immer an Baggy-Hose, Bong, Eimer rauchen, alles ist voll bekifft und alle hängen an der Playsy und hören das so. Gut. Für mich war halt dann so The Terrorist Group, so weißt du, Hijack. Mhm. Ich habe dann so eine Sache. Echt, du warst England-Freak? Absolut, aber wegen Breaken. Wegen Breaken, diese Beats waren Breakdance. Okay. Wir haben ja zur Rap-Musik gebreakt. Ah, ich wollte gerne immer so Britcore-Fan sein. Da war nicht alles geil von. Boah, das wir hatten ja eine eigene Britcore-Band, so No Remorse. So. Ich habe, glaube ich, noch drei Alben von denen genial. Zu Hause. Und so ja, auf eine Art, aber ganz ernsthaft, auch nur in ganz kleinen Dosen kann man das. Dadurch habe ich aber so jemanden wie Paris entdeckt, Guerilla Funk. Wirklich? Und ja, absolut. Das für mich damals, das war ja alles dieselbe Zeit. Aber die Connection kenne ich nicht. Nee, aber ich habe durch diese Musik, dass ich diese Musik gehört habe, diese Musik entdeckt. Über Blade über amerikanische oder Britcore bist du zu Paris gekommen. Ja, absolut. Also im Allgemeinen, wenn es um amerikanische Rapmusik geht oder englischsprachige Rapmusik. Hier waren ja dann alle auf dem Deutschrap-Trip auf einmal. Es gab dann welche. Wir haben zum Beispiel nur Too Strong gehört oder Advanced Chemistry. Mhm. Das waren für uns so die Hip-Hopper, die hören wir. Die anderen, so Studentenrap. Was haben wir dann so dazu gesagt? Ne? Aber zurückzukommen zu diesen englischsprachigen Sachen, die haben halt dazu gebreakt, alles was schnelle Beats hatte. Mhm. Ja, das verstehe ich, das peile ich. Dann haben wir diese Sachen halt entdeckt, diese Künstler. Das hat eigentlich gar keinen Zusammenhang so gesehen. Ne? Und was Aber da müsstest du ja so, kennst du Kolut? Ja klar, Kolut, LSD, Proton. Genau. Das ist, und das No Remorse, Digga. Das ist dein Zeug, oder? Das ist absolut von damals. Okay, Und wie hieß nicht, Ready Kill. Aha. Aber das war jetzt nichts, was ich zu Hause hart gepumpt habe, aber das war unsere Mucke auch. Die haben das gehört. Ey, Mann, ich war einen Abend bei Kolut irgendwie so und der hat mir da einen Brecher nach dem nächsten und so. Und ganz ernsthaft, wenn man da ja nicht so tief drinsteckt, hört sich das ja ab einem gewissen Punkt auch alles gleich an. Und ich dachte nur so, ja, Kollege. Und der hat rausgeflippt und geschwitzt und aufgelegt. Geil. Und hier, da habe ich noch was. Und das wieder. Ja, aber jetzt checkst du, warum wir dazu gebreakt haben. Das peile ich voll. Also das verstehe ich, klar, das ist Tanzmusik. Das klar, war voll geil. Natürlich. Ja. So, und es war auch die Zeit, als das alles da war, war Deutschrap so bei uns zwischen peinlich und cool. Ja. Zum Beispiel, wir hatten einen MC René, kam aus Braunschweig, das war für uns ein Superheld als Freestyler. Mhm. Der ist einer von uns, der freestylt mich alle kaputt. Der ist nicht peinlich, so, weißt du. Und dann gab es auch so einen Specs, der halt schon für damals krass gerappt hat, einfach auch mit seinen Aussagen. Mit Specs war er ja auch sehr befreundet. Du? Ja. Okay. Specs hat mich, ehrlich gesagt, auch mit den Berlinern so ein bisschen bekannt gemacht. Ich kannte zuerst Specs, bevor ich dann diese ganzen Leute aus dem Hip-Hop-Haus kennengelernt habe. Ja, und dann haben die sich ja aber auch ein bisschen überworfen. Also Specs fand das ja auch nicht cool, was sie alles da gerappt haben. Und dann, was wir halt alle sehr cool fanden. Die ersten Westberlin-Maskulin-Sachen und so weiter, das fandet ihr geil? Das ist immer noch genial. Ah, also die Worte, pass auf. Ich war ja wirklich ein Missionar. Ja, ich habe das ja dann wirklich, diese Tapes mitgenommen und habe das in jedem Autoradio vorgespielt und so weiter. Ey, ich habe Erlebnisse gehabt, so, die Leute waren schockiert. Ja, I know. Bei mir auch. Als meine Eltern das gehört haben. Guck mal, ich war 20, als das rausgekommen ist. Ich bin kurz davor gewesen, auszuziehen. Ich habe so mein junger Mann Zimmer so. Ne? Und da hat man ja Musik laut gepumpt. Techno durfte bei uns nie laufen zu Hause. Meine Mutter hat gesagt, das klingt wie die Maschinen bei Bosch Blaupunkt. Hört euer Rap-Musik. Korrekt. Das ist cool. Das ist cool so. Ne? Und als deine Mutter bei Bosch gearbeitet? Ja, ja, die hat bei Bosch gearbeitet. Wirklich? Halt der Gosch, ich schaffe bei Bosch. Na, kennst du den Spruch? Das ist auch ein Schwaben. Hätte ja Gosch Kalder, hätte Bosch die Palde. Es gab ja damals, als die Gastarbeiter gekommen sind, nur ein paar Standpunkte in Deutschland. Blaupunkt, Bosch und so. Und dann wurden die in diese Städte gefahren damals. Und Hildesheim war halt eine dieser Städte. Ja, ja, ja. Und sie hat dann immer gesagt, wenn das lief, nein. Oder 90er Pop-Rap, auch nein. Okay. Aber Soul, R&B, Hip-Hop, die kamen dann immer rein. Okay. Aber als Taktlos und Savas lief, meine Schwester guckt mich an und sagt, was ist das? Ja. Was hörst du da? Ja, ja. Ich so, das ist voll geil. Hörst du, was der sagt? Ja, ist doch voll lustig. So, also das konnten meine Geschwister überhaupt nicht nachvollziehen. Ne?
Aber ich fand das schon genial. Naja, gut. Auf jeden Fall haben sich Spex und die Berliner so ein bisschen überworfen. Ja, dein Style ist wie Spex, arrogant Spax, doch leider. Endpunkt, Punkt, Punkt. Arrogant doch leider. Das sage ich zum Beispiel auch nicht mehr. Ich habe Songs, wo ich dieses Wort schwul als abwertend benutze, aber ich habe schwule Freunde. So, das kommt überhaupt nicht mehr in Frage, das zu benutzen. So, ne? Bei, wenn man wieder bei Verständnis für Sprache. Ich habe einen Auftritt, ich habe es bestimmt auch schon mal erzählt, aber ich habe einen Auftritt von Savas miterlebt. Das war im ArbeiterInnen-Jugendzentrum in Bielefeld und die waren damals schon so ein bisschen so Woker und kam dann vor dem Auftritt auch zu Savas und meinte, ja, ein bisschen schwierig mit den Texten und so. Und dann hat der seine Parts von Schwule Rapper und LMS, also Deutschland und so weiter, hat er komplett zensiert gerappt. Echt? Und zwar, ja, und zwar alle Homies mit viel Geld, LMS, also alle Homies, die mich lieben, LMS. Und dann hat er jedes durch Rappen ausgetauscht und es hat wirklich funktioniert. Partner, du willst 24 Stunden rappen, also sei nicht kleinlich. Also eigentlich geht das anders. Genau, eigentlich geht es anders. Und es war wirklich genial und das hat er, aber so instantmäßig konnte der das. Das war wirklich großartig. Also an der Stelle muss man sagen, bei aller Differenz, aber Savas ist für damals schon auch ein krasser Rapper. Pass auf, das war das, was wir aber damals wollten. Genau. Rebellisch. Ja. Absolut gegen die Norm. Ja. Genau das, was wir als Hip-Hop. Ich sag dir, warum wir dieses andere Hip-Hop-Sachen nicht als unseren Hip-Hop wahrgenommen haben, weil das war so Mittelstandsrap. Die kriegen einen Ghetto-Blaster gekauft und die kriegen auch einen Plattenspieler gekauft und ein Mikrofon und Computer. Damals 486er, damit die rappen können. Das war aber für uns nicht Hip-Hop. Mhm. Hip-Hop hat uns eine Identität gegeben. Und das haben wir bei West-Berlin Maskulin halt auch gefühlt. Das waren welche von uns, auch wenn da viel Unsinn gesagt worden ist. So, ne? Ja. Aber das haben wir mehr gefühlt und das war ja Tape, Vierspur und es gab schon massive Töne. High-Quality-Studio-Aufnahmen. Genau. Ja. Trotzdem haben wir aber Savas und taktlos gefeiert. Genau. So, weil wir das mehr verstanden haben. Ja klar, ich meine, das war ja dann auch das, warum ich diesen Berliner Rap rausbringen wollte, weil es halt einfach sich ja auch so angefühlt hat, wie die Leute halt auf der Straße reden. Ja? Und es war halt nicht dieses, ja, ich mochte halt auch nie diesen Stimmenversteller-Rap und ich sage jetzt was Wichtiges und dann rede ich nochmal besonders tief die letzte Zeile. Ich sage noch was Wichtiges. So, boah, aber das klingt am Mikrofon total gut. Nein, das fand ich richtig. Und dann kommt Savas mit seiner hohen, piepsigen Stimme. Das war geil. So. Ja. Und das waren genau die Witze, die man auch in der Umkleidekabine gehört hat. Und so. Und genau so war es halt. Wir haben auch so geredet, Optik und bla. Das war so die Sprache. Das war genau so. Oder es mir Girl, das war so richtig, wir haben das kanakisch genannt, so, ne? Dass wir dann so Wörter eingedeutscht haben, Denglisch gemacht haben oder mit Türkisch. Ja, das hat Max Herre auch sehr viel gemacht. Der hat auch sehr, sehr deutsche Wörter dann immer versucht, so cool auszusprechen. Ja, so cool, aber es hat sich immer scheiße angehört. Das konnten nur die Stieber-Twins richtig gut. Die Stieber-Twins haben aber diesen harten Heidelberger. Der klingt aber amerikanisch einfach. Ja. Ja, also Stieber-Twins Fenster zum Hof auch ein richtiges Klassikeralbum. Ich mochte es, als es rauskam, nicht so besonders, aber im Nachhinein, also es gibt so ein paar geile Alben aus dieser Zeit. RAG immer. Echt? Super. Ist auch dein. Super geil. Ruppert war immer geil. Guck mal, wie viel Styles auch von da kam. Mhm. Das war aber Musik, die haben wir verstanden. Ich sag dir auch, woran es liegt. Arbeiterklasse. Ist alles Arbeiterklasse. Möglich, ja. Möglich. Ja, also, ja, deshalb, also auch massive Töne. Also, Wasi war mein Lieblingsrapper. Das war halt auch Arbeiterklasse. Das ist doch der Junge Was gesagt hat immer, ne? War das Junge Wasi, ja. Das kann sein, ja. Junge Was, den fand ich cool. Ja, ja. Den fand ich cool. Genau. Der hatte auch Style damals schon. Ja. Ja, der ist leider dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Der war ja dann nicht mehr bei massive Töne, als sie dann wirklich ihren Mega-Erfolg haben mit MT3 und so weiter, war es ja nur noch Schuh und. Stimmt, Taxi-Taxi-Soundtrack und wie hießen die damals? Da gab es auch so eine coole Rapperin mit grünen Augen, wie hieß diese Gruppe da? Okay. Keine Ahnung. Da ging viel, da ging auf jeden Fall sehr viel. Ja, also 97, 98 ist ja die Industrie da vollkommen durchgedreht und das war ja da haben wir ja angefangen, dann unsere Tapes rauszubringen, weil in Berlin gab es keine Plattenindustrie.
Aber erzähl doch mal, wie bist du denn dazu gekommen? Du hast diese Radiosendung gemacht, hast du die kennengelernt? Du hast dich angefreundet mit den Rappern. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so etwas wie den Bunker zu machen? Naja, das war ja dann diese Geschichte, dass Savas mir dann halt irgendwie davon erzählt hat, von diesen Freestyle-Cafés, ich diese Geschichte vom Red Dog kannte, dann mir dachte, ja okay, also jetzt hier Freestyle-Cyphers in irgendwelchen Jugendhäusern, das kann es ja nicht sein, wir müssen auch so eine Veranstaltung machen in einem richtigen Club. Und dann habe ich Jody Serra gekannt, ich weiß nicht, ob du den kennst, Radio Kanaka International, 36 Street University, ja, hat er dann später gemacht und so, ist so ein Künstler aus Neapel und der hat damals eine Radiosendung bei KISS FM gehabt und da war ich zu Gast und dann hat dort ein Typ aufgelegt oder was weiß ich, einen Auftritt gehabt. Und der war Jamaikaner und hat mir dann gesagt, hey, come to the Royal Bunker Music Café in Kreuzberg. Okay. Das hieß ja Royal Bunker. Also das war ja nicht unser Name, sondern die Kneipe hieß Royal Bunker und wurde von einem Nigerianer namens Jimmy geleitet. Und dann bin ich da einfach aufgeschlagen und habe gemeint, hey, können wir hier einmal die Woche Freestyle-Abend machen? Und du kriegst die Eintritt oder das Eintrittsgeld oder du darfst die Bar machen und wir kriegen das Eintrittsgeld, was natürlich ein total mieses Geschäft war, weil dann irgendwie so 20 Jungs da saßen, die weder Eintritt noch Getränke konsumiert haben, also weder Eintritt bezahlt haben noch Getränke konsumiert haben. Aber aus irgendeinem Grund war dann halt irgendwie so alles, was später Rang und Namen, fast alles, was später Rang und Namen hatte, bei diesen Freestyle-Abenden dabei. Geil, hau ein paar Namen raus. Ja, Sido, Beatheit, die waren relativ schnell da, Frauenarzt, Bastard, Savage, Taktlos. Es ist ja eigentlich Ryman Simon. Geil. Also die, Ryman Simon ist ja immer noch da. Die Leute, ja, tatsächlich. Also die. Die Rang und Namen haben wir ja, richtig. Ja, gut, Bushido war nicht da. Aber der war auch eine Weile da, oder nicht? Nee. Gab es da nicht sogar Bushido irgendwas war nicht, über Royal Bushido Bunker war nie bei Royal Bunker. Nee. Auch nie da gechillt. Auch Bushido-freie Zone. Pass auf, du musst sehen, dass diese Ära im Nachhinein fühlt sich die wahnsinnig groß an. Man romantisiert ja gerne. 30, also ich würde sagen, maximal 30 Abende haben wir gemacht. Echt? Ja. Guck mal, wie das bei uns angekommen ist. Ja, klar. Krass. Ist das krass? Ich weiß. Ja. Wir wollten 2001 oder so bei dir signen, unbedingt. Ja, nein. Ja, auch das. Irgendwann mal kamen so Leute dann bei mir in diesen Kellerraum rein und du denkst nur so, ja, okay, ich muss hier das Klopapier oder das verstopfte Klo irgendwie reinigen und hier hat wieder sein Taschentuch da verloren und ich habe mich ja immer so gefühlt wie Hausmeister, / Sozialarbeiter und dann kommen dann so Leute rein in diesen Kellerraum und sagen, geil, endlich, ich bin da. Und du denkst so, ja, okay, was für eine Vorstellung, was für eine Vorstellung von unserem Laden hast du eigentlich? Aber dann kannst du dir mal reinziehen, wie klein eigentlich Hip-Hop noch war, vor allem Deutschrap, ja. Weil Breaking und Graffiti, das war ganz anders schon. Ja. 97 hatten wir schon gesponserte Jams, Graffiti-Jams. So, ne? 97 war aber ein wahnsinnig kommerzielles Jahr. Mhm. Ah, da war... da waren die da haben die absoluten Beginner ihr kommerzielles Album raus. 96. Ja, also um diesen Dreh, Jahreswechsel herum. Cora E. hat ihr Major-Debüt gemacht. Bei also, Moses Pelham, genau, bei 3P. Nee, die hatten Emi-Deal gehabt, glaube ich. Davor noch, okay. Ich weiß gar nicht, ob die bei 3P überhaupt was rausgebracht hat. Irgendwas war da, aber die war da mal. Ja, die waren mit ihm zusammen. Ah, die waren zusammen? Ja, die waren ein Paar. Boah, Digga, gib dir bitte mal eine Bravo-Infos hier so, Alter. Ja, die waren gibt's die Bravo ein Paar, das weiß man aber. Okay, mein Lieben. Vielleicht war ich nicht so auf Gossip damals. Ich war nur in diesem Breaker-Universum. Ich wusste nur, wer Crazy Legs hat es mit Baby Love. Das war Cora E., das ist die Queen. Die hatte keinen Freund. Die Queen hatte keinen Freund. Ja, Cora war krass, Mann. Also ja. wir haben uns hier auch reingezogen. Ich habe auch die Schallplatte von ihr auch noch immer noch. Ein Teil der Kultur habe ich immer noch. Das Cover ist von Scotty, auch ein Sprüher. Ja, gut. Also, du hattest die alle bei dir da beim Bunker. Aber das heißt, der Bunker gehörte gar nicht dir. Das war eben Veranstaltungszentrum.
Das war eine Kneipe. Eine Kneipe. Das war eine Kneipe und es war sogar noch so, dass das sogar eine ehemalige Dealer-Kneipe war, weswegen die waren auch nicht so ganz einverstanden damit, dass Jimmy da keinen Bock auf diese Dealer hatte und der hatte dann auch die Dealer rausgeschmissen, weswegen die dann Buttersäure-Attentat auf diesen Laden verübt haben. Nein, weswegen es hat nach Kacke gerochen. Es die ganze Zeit nach Kotze gerochen hat und wir dann mit so Räucherstäbchen unsere Freestyle-Zeilen fast da abgehalten haben. Das war also unglaublich. Damn. Das war wild, ja. So, und daraus entstand dann die Idee, weil es eben in Berlin keine Plattenfirmen gab, dass wir unser Zeug auf Tape veröffentlichen. Mhm. Und auch das war irgendwie so eine Mischung aus verschiedenen Geschichten, die sich in meinem Kopf dann zu einem Tape-Label verdichtet haben. Also erstens, ich habe gehört, dass halt Punk-Labels früher wirklich auf Tapes veröffentlicht haben. Ja. Und es gab DJ-Mixtapes. Das genau. waren richtige Mixtapes, die halt eben Hype hat. DJ Hype zum Beispiel hat halt irgendwie eine eigene DJ-Mixtape-Serie rausgegeben. Und da gab es kleine Kassetten, Kopierwerke, die konnte man ansprechen. Kleiner Dings, guckt den DJ Hype Talk mit Tierstar. Ja, und da hat er das wahrscheinlich auch erzählt. Ja? Bestimmt. Ja, und dann haben die haben einmal im Monat haben die so Mixtapes, ich habe auch so Mixtapes gekauft. Ja, das waren ja einfach, also die haben sich die neuesten Platten gekauft und haben sich die absoluten Smash-Hits und dann haben die ja einfach aufgelegt und das zusammengemixt und das dann wiederum verkauft, ja. Das passt natürlich GEMA-rechtlich. Aber so welche Mixtapes hatten wir ständig. Genau. Das war in. Genau, das war in. Das hast du. Und die haben dann halt auch gejuggelt und alles, was man da halt so macht, so als DJ. Ja, ja. Gescratched. Bisschen chicky-chucky gemacht und genau. So. Auf jeden Fall habe ich den halt angerufen. Ich meinte so, Marc, wo lässt du deine Tapes machen? Und dann meinte er, ja, ihr Kassetten-Copy-Service in der Kluckstraße. Und dann bin ich da hingedackelt. Oder da haben wir 5 Monate gebraucht, um einen Master zu erstellen an irgendeinem Rechner, dann mit. Das ist halt auch heutzutage halt überhaupt kein Problem, ja. Du hast so eine Browser-App, die dir deinen Song mastert. Ja, wahrscheinlich. AI ist man wahrscheinlich. Ja. Gibt's? Ja, klar. Also du könntest heute wahrscheinlich irgendwie 10 Songs und dann sagst du der AI hier so gleich mal an, mach mal alles auf selbe Volumen und so weiter. Hey, 5 Monate hat das gedauert, bis wir dann Tapes, also Master-Tapes auf DAT-Kassette eingesammelt haben, dann so, ja, wir brauchen einen DAT-Recorder, ja, dann habe ich den vom Radio ausgeliehen, einen DAT-Recorder in den Rechner rein und dann Lautstärke angleichen, also wirklich rudimentäres Mastering und dann haben wir dann am Ende auch wiederum eine DAT-Kassette gehabt und die haben wir dann beim Kassetten-Copy-Service vervielfältigen lassen, halt 100 Stück, haben die Cover selber kopiert, haben die gefaltet und das war der Startschuss. So, und genau deswegen haben wir das auch gemacht. 2000. Haben wir auch 100 Tapes gekauft, haben die Cover selbst geklebt und gemalt. Ich habe, glaube ich, 100 Tapes selbst betaggt. Ja, und geil. Die Cover auch gemacht. Ja, klar, und dann Schwarz-Weiß-Kopierer, ne? Ja, haben uns abgeguckt von euren Tapes. Ja. Weil wir halt dieses selbst kopierte Reuer Bunker-Tape auch hatten, das erste. Ja. Also, wenn ihr das könnt, können wir das auch. Ja, mega, ja, klar. Ja. Geil. Nee, also das war halt das Ding. Ja klar, ey komm, keiner signed uns, keiner interessiert sich für uns. Wir machen selber. Und was war das erste Tape dann? Berlin Nummer 1, Volume 1. Genau. Also das hieß nicht Volume 1, das hieß nur Berlin Nummer 1. Mhm. Das Braune ist, glaube ich, heute auch wirklich ganz, ganz doll vergriffen. Das ist also davon gibt's auch wirklich, weiß nicht, 300 Kopien oder so. Crazy. Ein paar davon sind auch in Hildesheim gelandet. Das war das Verrückte. Ja, also die Industrie hat uns ja mit dem Arsch nicht angeguckt, aber als wir dann irgendwann mal, als ich dann irgendeinem mal gesagt habe, ja, aber wir haben ja 4000 davon verkauft. Dann, ich glaube, was du unterschätzt hast, waren damals die Hip-Hop-Shops in Berlin, die schon Mail-Order hatten. Downstairs vor allem. Ja, ich weiß. Ja, wir haben es nicht nur nicht unterschätzt. Mit denen haben wir viel, viel gemacht, ja klar. Ja, weil wir haben auch alle Sachen von denen bekommen, wenn ich mir Sprühdosen bestellt habe. Haben die da alles in die Kiste rein? Aber Halil von Downstairs, der hat immer so ein Mehrwertsteuerproblem. Der hat Brutto mit Netto immer verwechselt. Ich glaube auch immer sehr zu seinen Gunsten. Das machen alle am Anfang der Selbstständigkeit ganz gerne.
Ja, ich glaube, bei ihm hat er das Prinzip System. Aber Digga, der hat uns Tapes in die Sprühdosenkisten reingetan. Ja, klar, auch Magazine. Natürlich. Wir kannten das nur daher. Klar, natürlich. Ja. Also es war wirklich jetzt eine echte Geschichte. Ja, ich rufe bei Groove Tech an und sage, hey, wir haben hier Tape-Labels. Habt ihr Bock, irgendwie unsere Tapes halt in Vertrieb zu nehmen? Und halt die... Nein, sorry. Also ganz ernsthaft, da müssten wir einen eigenen Arbeitsplatz... Nein. Also es war eine Absage. Die haben irgendwas sich aus dem Arsch gezogen, aber die wollten halt... Also klar, hey, der ruft irgendeinen Typ an, ja, will jetzt Tapes verkaufen. Und dann hat das da aber Fahrt aufgenommen. Downstairs hat das halt irgendwie ins Programm genommen und die haben richtig, richtig geschippt dann. Und ein Jahr später waren wir dann beim Splash, dann war der Typ von Groove Attack an unserem Stand und hat gemeint, hey, könnten wir reden? War das der Stand mit dem Lonsdale-Ring? Nee, der war noch früher. Noch früher, okay. Das war Savages erster Splash-Auftritt. Und da haben wir uns irgendwie auch so mehr oder weniger reingeschlichen. Wir haben dann behauptet, wir sind Underdog-Crew und... Und sind dann so aufs Gelände gekommen und hatten dann echt wirklich auch so einen Guerilla-Marketing-Stand und haben da unsere Tapes verkauft. Ja, daran erinnere ich mich. Ich war bei euch da. Ich bin auch immer rumgelaufen. Kannte ja immer ein paar aus deinen Jüngern da. Ja, wir waren auch viel mit Breakern unterwegs, ehrlich gesagt. Kennst du noch einen Breaker, der Osama hieß? Ja, natürlich. Ja, Five Amox. Mit dem sind wir mal nach Köln gefahren, auch so zum gemeinsamen Auftritt. Osama wohnt sogar in der Nähe von mir. Wirklich? Ja. Grüß ihn ganz lieb. Ja. Wenn ich immer wieder zu Gesicht bekomme, Osama, Bruder, wo bist du? Wo bist du? So. Ja, geil. Schon wieder fast, jetzt hast du den Namen gesagt, bestimmt ein Jahr her, dass ich mit ihm telefoniert habe. Krass, ja. Und wir wohnen vor 30 Jahren gesehen, wahrscheinlich. Das ist krass. Aber es war der ganz jung auch. Absolut. So. Guck mal, Osama ist ja so mein Alter. Aber unsere Generation Rapper, wir kannten ja auch die jungen Rapper, die in unserem Alter waren, die in Berlin waren. Die waren ja auch alle Sprüher. Man kannte sich halt einfach. Naja. So, und die waren dann halt bei euch. Die haben wir dann auch rausgebracht. Okay, erstes Tape. Berlin Volume Number One. Genau. Bam, hat richtig reingehauen. Das kann doch jeder bestätigen. Das hat noch nicht so richtig reingehauen. Das blaue Tape, das Berlin Nummer 1, Volume 2, das war der Durchbruch. War das das? Das andere, da war auch schon die Sekte drauf, ne? Genau. Genau. Ja. Und Diablo, glaube ich, auch sogar. Diablo und Romanzen. Ja, das war super geil, Digga. Und Battle Rap. Das war super geil. Ich habe das sogar auf Schallplatte. Ich habe mir seine Maxi damals gekauft von Diablo, weil ich so geil fand. Wirklich? Ja, ich habe die erste Double-Time-Rapper. Ja, das war super geil. Ja, auf jeden Fall. Also, das war dann der Durchbruch. Das war dann das Tape, was sich richtig gut verkauft hat, also richtig groß und richtig viel verkauft wurde. Und dann gab es halt. Dann haben wir ja angefangen, Solo-Tapes zu veröffentlichen. Also so albern. Und 2001 kam dann halt eben das MOR-Album raus, NLP. Und das war ja ein Top 100-Erfolg. Direkt am ersten Tag gekauft, auf CD. Wirklich? Ja, auf CD? Ja, es gab dieses Poster da drin auch, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja. Ich weiß. Das war aber so, du musst hier reinziehen, das waren ja auch Leute, die in unserem Alter waren, aber es war so geil, das war für uns. Ja. Wir waren da stolz drauf, dass es sowas gab, ehrlich jetzt. Ja, die anderen Berliner waren nicht so stolz drauf, es gab ja jede Menge Ärger. Auch ich wegen bin ja diesen, kein Berliner, ich ja, um klar, aber da waren wir ja, dann sind wir ja wirklich extrem angefeindet worden, da gab es ja dann auch irgendwie von Mock dieses... Ja, es gab Big MOR und so. MOR und so. Ja. Aber irgendwie war das schon wieder Hip-Hop, Digga. Das war Competition, das war Battle. Das war schon Hip-Hop. Das war schon ein bisschen mehr als Battle, aber egal. Okay, müssen wir nicht vertiefen. Nee, doch, für uns, also die Geschichte ist ja bekannt. Ja. Also es gab ja auch körperliche Auseinandersetzungen. Ja, der hat die auch erzählt bei meinem Talk. Hat er? Ja, ja. Mock. Kann man bei Tizzy Talks nachhören. Naja, siehst du, wie hat er es erzählt? Er hat gewonnen, oder? Einfach gucken. Einfach gucken. Er hat gewonnen. Nein, er geht da gar nicht so ins Detail. Er erzählt wirklich cool. Aber war eine spannende Situation, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt direkt so, was ist denn da genau passiert? Ist egal, kann man nachhören. Irgendwo habe ich es bestimmt auch erzählt schon. Und naja, gut. Und dann war halt eben... Aber da kam noch mehr. Da kam die Sekte bei euch. Nee. Da kam Sekte als nur als Tape. Als Tape, genau.
genau, Yippie-Ki-Yo, Royal TS zum zweiten. Es gab ein Royal TS-Tape und die Sekte Synthflows kam bei uns raus. Und dann gab es aber schon relativ früh ja auch den Split mit der Sekte. Dann sind die zu Akko gegangen. Ja, und Akko hatte halt einfach, also so im Nachhinein kann man natürlich sagen, irgendwie, okay, bis los des Pioniers, ja, die, die halt vorangehen, sind nicht die, die dann. Die dann die Kohle machen, die Kohle machen. Aber es gab natürlich auch so ein bisschen Betriebswirtschaft. Beatfabrik kam auch dann auch direkt im Anschluss. Oder? Genau, Beatfabrik waren dann auch bei uns und so. Ja, aber wir hatten halt so ein bisschen das Problem, wir waren die Ersten, die so quasi jetzt also Top 100 Erfolge, wir hatten dann auch nicht mehr diesen Charme des Newcomers. So Straße, genau. Ja, also das muss man... Das Schmuddelige war auch ein bisschen weg. Das Schmuddelige war natürlich dann auch weg und dann wurde es halt auch so, ja, man wollte professionell arbeiten, aber die richtig dicke Kohle gab es eben auch noch nicht, den großen Businessplan gab es auch nicht wirklich und dann wurde so ein halb geiles Ding für viele Jahre, dann kam Agro und hat das natürlich auch wirklich von hinten aufgerollt. Die hatten einen Businessplan, die hatten einen, die hatten natürlich auch mit Spectre auch wirklich eine Person, die sowas wie eine Corporate Identity geschaffen hat und so. Da habe ich ein lustiges Erlebnis mit genau diesen Leuten auf der Splash gesehen. Die muss ich jetzt einmal erzählen. Lenz Tour aus Hannover, Spectre und ich. Pressebereich Splash. Ich lerne das Spectre nur kennen. Hallo, hallo, ich bin der und der. Lenz und der kennen sich. Dann sind da ein Kid Cobra, ein Skim, ein Flair und ein Bushido. Stehen mit Messern vor sich. Ich sage jetzt nicht, wer das Messer hatte. Auf jeden Fall schreien die sich an, beleidigen sich und wir klären das in Berlin. Spectre guckt nur hin und schüttelt den Kopf und sagt, guck mal, das sind unsere Berliner. Und dreht sich um. Ein Jahr später gab es Agro Berlin. Nee, ich nehme an, das gab's schon. Nein, gab's noch nicht. Oder es gab es schon und keiner wusste es. Vielleicht haben die dann schon gearbeitet. Das schon. Es gab noch keine Agro Berlin. Ich glaube, als Beatfabrik und Bushido gleichzeitig auf dem Splash aufgetreten sind. Die sind da nicht aufgetreten. Bushido und Flair haben da ihre Tapes verkauft. Oder ihre CD, was sie da hatten. Die sind da nicht aufgetreten. Ah. Beatfabrik sind gut, da. Also und Beatfabrik, das war das Jahr mit dem Lonsdale-Ring. Genau, und da gab es Akko. Da gab es die schon? Ja, klar, auf jeden Fall. Das war da, wo auch der Bodyguard von Sido auf mich losgegangen ist. Nee, da muss ich später falsch liegen, weil das war auf jeden Fall davor. Dann liege ich gerade falsch, das und war auf jeden Fall davor. Bushido ist in dem Jahr, wo der Lonsdale-Ring war, ist Bushido als einziger aus dem Agro-Camp auch zu uns gekommen und saß dann irgendwann mal bei uns im Backstage. Okay. So, das war insofern war das wirklich außergewöhnlich, weil er der Einzige war, der irgendwie dann wirklich zu uns gekommen ist und wirklich gerade Zeiten durcheinander gewürfelt, weil Safe und, hatten die noch keinen Deal damals. Flair und Beatfabrik, die kann sich tatsächlich schon halt, das war eine Sprüher. Das war eine andere Connection, ich weiß. Genau, war ja so ein richtiger Sprüher-Beef und so. Naja, gut, aber es war natürlich irgendwie dann schon auch Competition irgendwie so, klar, gab's. Also Akko wollte, also das war überhaupt nicht ihr wichtigstes Ziel, uns auszustechen, sondern die wollten halt richtig erfolgreich werden. Das haben sie auch so formuliert. Und da muss ich sagen, da hat mir halt auch so ein bisschen die Fantasie gefehlt, als ich mal ein Interview von Speicher, glaube ich, im MK2 gelesen habe und der meinte irgendwie so, Top 10 muss schon drin sein. Dachte ich, träum mal weiter. Für unsere Art von Mucke gibt es nie Top 10. Gab da sogar war, Platz 1. Da hat er recht gehabt, auf jeden Fall. Kam Sido dann, ne? Keine Ahnung, ich kenne die alle nicht. Doch, Sido kennst du doch. Hä? Was ist das? Nie gehört. So, das glaube ich war die erste Eins. Okay. Ja. So sind wir jetzt fertig? Direkt bei dem Namen Sido habe ich einen Triggerpunkt getroffen. Nein. Geil. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. So, das war jetzt die Geschichte. Ja, das war die Bunkergeschichte. Hast du die schon mal so ausführlich erzählt? Ja. Hast du? Ja, bestimmt schon. Wieso darf ich mich jetzt nicht besonders fühlen? Warum machst du doch, das? Doch, also wir haben jetzt ein paar Details kamen auch noch mit rein. Ja. Nee, die Bunkergeschichte geht ja dann schon auch noch weiter. Mit der Tape-Offensive 2005, glaube ich, oder so, haben wir uns ja dann nochmal auf unsere Wurzeln besonnen. Und da muss man ja sagen, da kam ja schon auch geile
geile Leute wieder raus. Ja, also ich meine, man kann ja über Royal Bunker sagen, was man möchte, aber wir sind schon, also wir waren schon auch so eine Talentschmiede. Absolut. Also da sind schon auch wirklich außergewöhnliche Künstler dann aufgelaufen, also jetzt unter anderem, man kann ja von ihm halten, was man will, aber halt K1 mit Sharp Life. Ey, ganz ehrlich, K1 ist eine Rakete im Rappen. Da kann jeder sagen, was er will. Genau, das wollte ich nämlich sagen. K ist ein geiler Rapper. Ist ein absolut heftiger Rapper, ja, Punkt. Absolut. Ja. Egal, was er... Als Sharp Life waren die, der war als 17, Leute, ihr wisst es nicht, aber mit 17 war der Typ so eine Maschine, dass die großen Rapper, die es damals gab, gesagt haben, der Kleine wird die nächste Maschine. Ja. So, also, und er ist es ja auch auf eine Art geworden, also das ist ein bisschen zu poppig, aber ich glaube, das wollte er halt auch immer, aber hey, der war auch Battles. Absolut. Wenn du den, also wenn du den auf einem Battle, das, es gibt keine Diskussion, Kay ist ein geiler Rapper. Punkt. Absolut. Und so. Wirklich noch ein MC. Der kann freestylen, der kann einfach drauf loslegen. Er ist noch die Kategorie MC, nicht Rapper. Er kommt noch aus der richtigen Schule. Ich muss es differenzieren, tut mir leid. Okay. Fair enough. Da bin ich schon zu verwaschen, glaube ich. Tour. Großartiger Rapper. Immer noch. Großartiger Künstler, auch großartiger Musiker, Produzent. Ja. Die Orsons jetzt, wa? Ja. Genau. Ja, mit den Orsons halt auch kommerziell erfolgreich gewesen, aber auch als Produzent, also wirklich außergewöhnlich. Kam diese CD damals über Bunker raus, wo das Intro sein Autounfall war oder das letzte Song? Ah, nee, es war nicht, war kein Intro, es war ein Song. War wirklich ein Song. Drei Sekunden hieß er. Ja, und das ist unfassbar gewesen. Ja, genau. Gänsehaut bekommen. Die kam bei uns raus, Nacht. Geil. Ja. Tournacht. Das kenne ich noch. Haben wir geschickt bekommen tatsächlich bei Evap Recordings als Promotion. Echt? Ja, kam von euch ein Paket. Ja, damals. Ja, gut. Wir haben ja dann schon auch versucht, also wirklich so mit Promo-Agenturen und allem zu arbeiten. Wir haben schon auch versucht, wirklich professionell zu arbeiten. Ja, und dann halt natürlich auch nochmal mit KZ dann auch noch einen krönenden Abschluss gefunden. Aber absolut. War das dein krönender Abschluss? Siehst du das so? Ja, also natürlich, weil es auch nochmal zum Ende nochmal halt ein richtig geiler Erfolg war. Mhm. Ich natürlich auch schon auch bestätigt bekommen habe, dass ich Leute zu einem relativ frühen Zeitpunkt ihrer Karriere sehen kann. Ja. Ja, also ich sehe, wenn jemand was Besonderes ist. Deine Jedi-Kraft, ja. So nenne ich das. Das war meine Das war deine Jedi-Kraft. Ja. Wirklich, ich bin nicht der Typ, der jetzt dann sagt, okay, und aus dir mache ich jetzt den Goldjungen, aus dir mache ich das Produkt, aus dir mache ich die Maschine, da brauchst du wieder andere. Aber ich kann die Leute sehen, wenn sie noch kein anderer sieht. Ja, ich verstehe das. Okay, so. Und das war natürlich schön, dass das halt am Ende nochmal dieses Mega-Ding dann war, wo natürlich dann alle auch nach dieser Durststrecke, die auf die Schulter geklopft haben, Steiger, dir gönne ich das schon immer. Dieselben Leute, die ein Jahr vorher gesagt haben, hey Steiger, setz dich zur Ruhe, du redest immer noch von dir. Ja. Wo ich auch wirklich für mich gelernt habe, so es ist komplett egal, was die anderen zu dir sagen. Es ist komplett, wenn sie nett zu dir sind, freu dich, nimm es mit. Genau. Aber bau da nichts drauf, wenn sie schlecht über dich reden. Egal. Es ist wurscht. Es ist wurscht. Es ist komplett wurscht. Ja. Absolut. KZ kam aber auch als Kids zu dir, als Jugendliche. Waren auch noch klein oder nicht? Jung. Ein paar von denen waren ja auch noch als Spieler unterwegs. Also sie kamen natürlich, das erzählen sie ja gerne, dass sie ein Tape bei mir abgeliefert haben und ich sie so quasi so. Ja, wie kommen die was in Wirklichkeit? Waren es 5 Tapes? Nee, also ein Tape hatten sie bei mir vorgespielt und daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, dass sie da bei mir im Büro saßen und ich sie halt so quasi abgefrühstückt habe, wie damals. Weißt du, Groove Attack mich Geil. Da hätte ich keinen, da bräuchte ich einen eigenen Computer dafür, da habe ich gerade nicht die Kapazitäten und so weiter. Und dann habe ich die wieder nach Hause geschickt. Und dann hat Rufmord mir dieses Tape vorgespielt. Und ich wollte es überhaupt nicht hören. Es war irgendeine Weihnachtsfeier. Also alle waren da. Und Rufi hat aber nicht locker gelassen. Ey, die sind richtig geil, die sind richtig geil. Die musst du dir anhören. Nee, ich höre es mir nicht an. Und dann hat er es aber einem anderen Kollegen, Fuhrmann Schuh, vorgespielt in meinem Büro. Und Fuhrmann kommt raus und meint so,
Die sind wirklich geil. Hör das mal an. Geil. Geil. Was für ein geiler Zufall. Ja, und dann habe ich es mir angehört und dann habe ich einen meiner, meiner zwei A&R-Anrufe meiner Karriere gemacht. Also wirklich so, hallo. Wie das angerufen? Ich weiß nicht, ob ich Maxim, glaube ich. Ich glaube, ich habe Maxim angerufen. Okay. Maxim oder Silian? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe Maxim angerufen und habe gemeint, hallo, ich bin Marco Steiger von Ruhe, Herr Bunker. Also, kennt ihr mich? Und die dachten so, ja, du Affe, bei dir saß man vor einem Jahr und... Ja. Aber gut, und dann haben die ja das Rap Deutschland Kettensägen-Massaker damals schon aufgenommen gehabt und das war halt einfach, das ist mega. Absolut. Also es ist immer noch eins meiner Lieblingssachen. Nee, das ist gar nicht so durch die Decke gegangen, das ist auch wieder so eins. Weißt du, es gibt ja Künstler, die haben ja immer so ein erstes Album und das zweite wird dann der Aber wenn ich Scheiß. So etwas sage, hat das immer mit der Hip-Hop-Szene zu tun. So. Also die ganze Szene kannte sie dann. Wir Rap haben alle auf dem Schirm dann okay. gehabt. So, ja, ne? Es war schon etwas, was auch bei mir zu Hause liegt. Okay, so, ne? Genau. Und dann, wo es aber richtig geknallt hat, war dann Böse Enkels. Mhm. Ja, das war dieses Böse Cover. Onkels, Böse Enkels. Ja, und kann man machen, das Wortspiel? Kann man aber auch nicht. Dieses Coverversionen-Ding eigentlich, mehr oder weniger. Und das, da war natürlich irgendwie dann, da waren dann alle angefixt, da dachten alle so. Was warst du denn? Welche Position hattest du da? Warst du deren Producer, Entdecker? Nee, Label. Du warst das Label tatsächlich, okay. Ich war Label. Welche Position hast du da eingenommen? Ich bin der Typ, der die rausbringt. CEO, President. Oh shit. Of the world of Royal Bunker Headquarter worldwide, bla. COS auch. Ich war der Chef von Royal Bunker. Einfach. Okay, und du hast am Erfolg dort teilnehmen können diesmal. Also bei dieser Sache konntest du jetzt wirklich auch mal sagen, ich bin erfolgreich gewesen. Also ich bin erfolgreich gewesen, weil ich die bis Hahnkampf, nee, bis Urlaub fürs Gehirn waren. Urlaub fürs Gehirn? Nee. Wie hieß es? Sexismus gegen Rechts. Ah. Bis Sexismus gegen Rechts, da ist das Royal Bunker Logo noch drauf. Okay, aber danach hattest du auch keine Lust mehr aufs Label, oder? Nee. Das Leben ändert sich. Genau, auch. Da hatte ich dann auch wirklich keine Lust mehr aufs Label. Da war dann einfach auch so mein persönlicher Energietank irgendwie auch erschöpft. Ja. Weil das ist schon auch relativ intensiv, wie ich das betrieben habe. Es war auch die Zeit, wo du viel mit Leuten angeeckt hast in der Szene, so, ne? Es war noch dann immer Nein, das war ja sowieso die ganze Zeit. Was für dich? Eigentlich bist du doch Oldschool-Rap-Beef. Ja. Ja, du bist Oldschool-Rap-Beef, ne? Da gab es ja einige Sachen, ich weiß. Genau, nee, aber dann habe ich ja angefangen, Rap.de zu machen. Okay. Genau. Da hat mich dann der Steve von Rap.de angerufen und meint, ey, du, ich habe gehört, du hast aufgehört, willst du irgendwas machen? Dann meine ich, ja, was gibt's denn? Ja, was weiß ich, von einer Kolumne über Chefredaktion bis zu einer eigenen Sendung. Meine Sendung gab es, glaube ich, damals noch nicht so richtig. Und ich so, ja, Chefredaktion fände ich geil. Und dann habe ich, dann habe ich Chefredaktion von Rap.de gemacht, von 2008, glaube ich, weg. Oder 2007 vielleicht auch schon angefangen. Und das habe ich, glaube ich, 4 Jahre gemacht. Geil, da war, das weiß ich sogar. Das war die Beefzeit. Das war die Beefzeit? Ja, klar. Das war aber geil. Das haben wir haben schon sehr, ich nenne es jetzt mal nett, freundlichen ambitionierten, engagierten Journalismus gemacht. Ja, das war er auch. Das war der auch. Aber das war auch etwas, was wir wieder gefeiert haben irgendwie, weil das schon wieder, guck mal, für mich persönlich war das schon wieder dieser Hip-Hop-Spirit. Anecken, unangenehme Fragen stellen, weißt du, gucken einfach. Und unser Vorbild oder mein Vorbild, meine persönlichen Vorbilder waren so britische, also erstens amerikanische Hip-Hop-Zeitschriften, die waren natürlich auch, aufgrund ihrer Größe konnten die einfach ein bisschen garstiger sein auch teilweise. The Source, absolut. Genau, The Source. Habe ich immer im Bahnhof gelesen. Ich muss sagen, dass ich 10 Mark gekostet. Genau, The Source war, also die Art von Reportagen, die gemacht haben, ja, 3 Tage mit dem Künstler irgendwie unterwegs sein, das war natürlich das war ja so, wie die, wow. Das war ja wie die normalen Sachen, die wir hier haben, neue Revue oder sonst was. Das war ja The Source dann dort. Also das ist halt das Blatt dafür gewesen. Und das,
es waren schon auch geile Stories. Also ich habe auch als Journalist da einfach das. Das war, so hätte ich gerne Reportagen geschrieben. Und das gab es natürlich in Deutschland nicht in dem Maße. Das Zweite war, man hatte den Eindruck, die konnten sich aufgrund ihrer Größe halt auch mehr erlauben. Mhm. Ja, während man in Deutschland schon auch gesagt bekommen hat, du Kollege, wir leben von den Anzeigen. Wenn du zu hässlich über die Künstler schreibst oder zu konfrontativ über die Künstler schreibst, dann haben wir keine Anzeigen. Ja, ja. Deshalb nehmen wir deine Artikel nicht rein. Ja? Also, krass, wo ich ja auch irgendwann mal gemeint habe, hey Kollege, ich bin freier Autor. Wenn du mir jetzt sagst, ich darf nur noch, du nimmst nur noch meine Artikel, wenn die wohlwollend sind. Ja, was glaubst du, was ich dann für Artikel schreibe, wenn ich Artikel verkaufen Machst möchte? Machst du dann Lobbyismus oder was? Genau. Und ja. Ich meine, ich bin keine Promo-Agentur, ich bin Journalist. Ja. Ja. Und wenn mir eine Platte nicht gefällt, dann finde ich es meine Aufgabe zu sagen, hey, die Platte gefällt mir nicht. Und zwar aus den und den Gründen. Kann ja sein, dass es dir gefällt, aus genau den und den Gründen. Aber das ist ja meine... erst dann kannst du ja... Also, weißt du, ich habe immer gesagt, so... Bei einer Review muss ich doch wissen, wie der Typ tickt. Vielleicht gefällt mir genau gerade deswegen alles, was der scheiße findet. Ja. Weißt du? Ja, natürlich. Aber da sind wir bei dem Thema subjektive Wahrnehmung. Wenn dir etwas gefällt, gefällt es dir. Wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht. Und Musik kannst du nicht objektiv hören. Ja. Es gibt keine objektive Musik. Es gibt sowieso keinen objektiven Journalismus, aber das ist ein anderes Thema. Aber man könnte ja sowieso im Allgemeinheit sagen, wenn es um Kunstform geht, wenn es um Wahrnehmung geht, gibt es nur die eigene Subjektive. Du kannst dich versuchen, in eine andere Wahrnehmung reinzuversetzen oder sie zu fühlen oder zu verstehen. Ja, aber auch politischer Journalismus. Du bist so geprägt, du hast so eine Ideologie. Ja, aber das du ist trägst so viel. Ja, aber du trägst ja so viel mit dir selber rum. So, du kannst nicht objektiv schreiben. Das ist eine Lüge. Das ist ein... Hey, so wie wir gerade unsere Meinung mit reinbringen und witzeln, genau. Ist es ja da genauso. Ja, bloß, klar. Dass wir hier tatsächlich gerade frei sind. Genau, und dass wir auch wirklich objektiv sind. Ja. Also, wir sind normal, das ist so. Guck mal so. So, und dann hat der mir das angeboten und da dachte ich, ja klar, also Chefredaktion und dann ging es halt ab. Das war schon auch eine konfrontative Geschichte, wie ich es aufgezogen habe. Und wie gesagt, halt so diese britischen Hip-Hop-Magazine, die mochte ich halt wirklich gerne, weil die waren einfach so bissig. Also es gab ein Fat Joe-Interview, nee, es war kein Fat Joe, Big Pun-Interview, ja. Haben diesen Big Pun-Interview gemacht und dann wollte der immer über seine Musik reden und dann haben die Interviewer immer gesagt, ist gut, klar, Musik machst du auch, aber lass uns mal aufs Wesentliche zurückkommen. Wie viele Hamburger isst du eigentlich? Oh, geil, Alter, geile Frage. Ganze Zeit, aber nur so. Ja, ja. Furzt du viel und so weiter? So war das ganze Interview und das fand ich halt mega. So eine Art von Journalismus wollte ich halt gerne machen. Auch so unterhaltsam. Ja. Und so. Ich meine, heute ist ja Beef auch etwas, was er super gut verkauft. Es ist nur noch Beef, was sich verkauft. Ja. Also das ist schon für mich sehr nervig. Genau. So, ne? Ja. Und wir hatten das ja eigentlich schon. Guck mal, ich meine, ich saß mit Künstlern zusammen und der fragt mich irgendwie so, wie findest du mein Album? Und dann meine ich ja, nicht gut, gefällt mir nicht. Ja, da war der Ofen aus. Dann so, hey, das kannst du nicht sagen. Dann haben die sich bei meiner Redaktion beschwert, wie könnt ihr einen Journalisten schicken, der das Album nicht gut findet und so. Aber Rapper sind auch sehr empfindsame Wesen, muss ich sagen. Ja, sind sie. Sie schreiben sich auch gegenseitig Liebesbriefe. Ist so. Na, ist es so. Oder? Wenn man sich disst. Ich habe das ja auch schon gemacht. Ne? Man kann es ja runter reduzieren. Man schreibt ein Gedicht gegen jemanden. Ne? Bloß, dass wir eine eigene Sprache dafür haben und einen eigenen Begriff. So, ne? Darauf sind wir Rapper ja schon stolz. Ja. Wir MCs. So. Naja, gut. Also. Du wolltest gerne so ein Journalist sein, hast du auch 4 Jahre gelebt und dann ging es irgendwann nicht mehr. Ja, da war es natürlich dann auch irgendwann mal so aufgebraucht und dann wollte ich natürlich auch gerne schon auch ernsthafter und auch politischer Journalismus, das hat mich dann schon auch interessiert und bin dann über die Weiß, die waren damals auch also wirklich edgy,
Es war ein geiler Art von Journalismus. Es war sehr geil am Anfang. Kann man sich heute vielleicht auch nicht mehr so richtig vorstellen. Ist ja doch sehr werbeagenturmäßig geworden. Aber das war damals schon, also die hatten Weiß TV damals an sowas gemacht. Ja, das war so die, ich weiß gar nicht, ob es das erste, aber es war halt so ein geiler. Und das, die haben diese subjektive Art von Journalismus halt auch irgendwie zum Prinzip gemacht. Ja, also ich stehe hier neben Norwegens gefährlichsten Black Metal-Typen und ich bin so zittert. Ja, ja. Mehr oder weniger. Aber die Videos gibt es ja immer noch. Die gibt es auch so. Ja. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, wirklich die alten Weiß-Reportagen anzugucken, Weiß TV von 2010. Findest du auf Facebook. Mega. Also wirklich, das ist auch wirklich Journalismus. Wir gehen los und suchen die Geschichte. Ja. So. Es wurde dann auch später ein bisschen anders. Journalismus hat halt auch immer was mit dem Geld zu tun, das zur Verfügung steht. Und dann war dann schon auch klar, okay, die Story ist vorher fertig und ihr sucht jetzt noch die Bilder dazu. Mhm. Ja. Und mein Ausflug in den ernsthaften Journalismus, das hat immer so ein bisschen gekränkelt. Dafür war ich dann schon auch zu. Ja, aber da fand ich dich interessant. Das habe ich dir auch damals gesagt, als wir uns kennengelernt haben im Jugendhaus nochmal, wo ich zu dir meinte, wir haben uns schon mal kennengelernt vor 20 Jahren und jetzt nochmal. So, ja. Ne? Da fand ich dich aber extrem interessant. Als politischer Journalist? Ja, ja, absolut. Ja, weil du hast auch Dinge so erklärt, dass ich sie verstehen konnte, mit keinem Wissen darüber. Mhm. Das ist mir immer wichtig, so weißt du. Mhm. Ja, aber es war tatsächlich halt so, wenn du radikal kritisch bist, ist es halt den Leuten zu viel. Also Kritik ist ja schön, das mag der bürgerliche Journalismus, ich nenne es jetzt mal bürgerlicher Journalismus, das mögen die schon. Aber wenn du halt sagst, nee, das System ist im Arsch, ja. Es ist grundsätzlich im Arsch und es gibt nichts zu verbessern. Wir müssen dieses System abschaffen. Es ist tödlich. Dann so, ja, hey Markus, das kannst du jetzt so, nicht so bringen. So, das muss ja jetzt auch nicht sein. Ja. Aber hast du da dann mit Hip-Hop abgeschlossen quasi, dass du, was heißt abgeschlossen? Man schließt ja nie mit irgendwas wirklich ab, aber beruflich und was auch deine Zukunft dann betrifft. Ja, ich dachte es schon auch. Also, dass erstens andere Leute sich auch mal drum kümmern können und müssen ja nicht, also, weißt du, ich muss jetzt nicht hier mit, ich sag jetzt mal 42, ist ja auch schon 10 Jahre, ja, ich muss jetzt nicht da sitzen und irgendwie so alles erklären. Mhm. Ja, das war auch der Grund zum Beispiel, warum ich unbedingt das gerne mit einer jüngeren Person zusammen machen wollte, diesen Hip-Hop-Podcast. Ja. Ich habe ja damals bei Flux FM, die haben mir angeboten, eine Sendung zu machen und das war schon so. Ich wollte nicht alleine da sitzen und irgendwie den Leuten erklären, was sie unter Hip-Hop zu verstehen haben, sondern ich wollte mit einem jungen Menschen das zusammen machen und habe Mauli wirklich bei so einem Jahresrückblick bei 16 Bars damals kennengelernt und dachte, ey, das wäre ein geiler Typ. Aber auch so, also auch wieder so eine Sache, so ich sehe den einmal, erlebe den einmal und dann rufe ich an, hast du Bock mit mir eine Sendung zu machen und ja. Und das passiert. Mega, mega erfolgreicher Podcast. Ja. Wir hatten letzte Woche, hatten wir eine Show, 300 Leute. Habe ich gesehen online, auf Instagram, hast du was gepostet gehabt. Geil, Alter. Einfach so 4 Wochen vorher ausverkauft, 300 Leute waren da, aus überall, Leipzig, Hamburg. Hey, ihr wart so wichtig für uns. War das erste Mal? Wir haben schon zweimal eine Live-Show gemacht, aber ey, unseren Podcast gibt es seit anderthalb Jahren nicht mehr. Ja, das ist das Geile. Leute, wir sind da. Also cool, wir können einfach rufen und dann kommen 300 Leute. Na, vielleicht war es ja so, dass du hättest mehr erzählen sollen und nicht schreiben. Ich kann schon gut schreiben. Ich mag schreiben gerne. Ich kenne ja deine Sachen. Ich dachte gerade nur, aber seitdem du erzählst und aktiv mit den Leuten redest, dich unterhältst, hat das eine andere Zuhörerschaft. Muss ja auch machen. Also auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich das heute so angucke, so Twitch wäre natürlich cool, aber ganz ernsthaft, also mich hindert an Twitch Folgendes, dass du so eine Community hast, mit der du abhängst, so quasi jeden Abend.
Und die bezahlen nicht dafür, dass sie mit dir abhängen dürfen? Das ist mir unangenehm. Ich sehe das als Live-Zuhörerschaft, die dafür zahlen, dass sie deinen Content bekommen. Ja, aber... Das ist ja eine neue Dings. Aber ganz ernsthaft, wie viele Leute sind das? Oh, da sind viele. Das ist das neue Game. Ich bin da auch noch nicht drin. Ich fühle mich für viele Dinge auch einfach zu alt. So. Ja. Ich würde mich freuen, wenn das jemand anders für mich übernimmt. Ich würde das gerne machen, aber jemand anders sitzt da bitte und drückt die Knöpfe so. Und es gibt ja auch so eine Sachen wie TikTok. Ich verstehe TikTok, aber ich kann es nicht so benutzen wie andere. Guck mal, ich habe ein Jahr lang Social Media Management gemacht so, und ich musste in so Lehrgänge gehen, um das zu verstehen. Und dann denke ich mir, okay, ich verstehe es, aber ich glaube, ich will es nicht. Mhm. So. Ja. So, das Gefühl habe ich auch oft, ja. Genau. So. Deswegen habe ich mich ja zum Beispiel auch für soziale Arbeit entschieden. Mhm. Das war einer der Gründe so, ne, um sozial. Ich war immer angestellt, war selbstständig, habe irgendwas gemacht, was die Programmierung meiner Eltern war. So, ne? Du gehst zur Schule, machst dein Abi, machst deine Ausbildung oder gehst studieren. Ja. Wir sind Gastarbeiterkinder, du gehst studieren, du wirst Präsident von Deutschland. Ne? Das waren dann immer die Sprüche. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, das bin doch alles gar nicht ich. So, das will ich gar nicht. Und das will ich auch nicht. Und ich bin auch nicht der Typ, wie die Leute mich sehen. Die sehen mich so, wie sie mich sehen. Mit Bart und mein Aussehen, meine Hautfarbe und so weiter. Ne? Ich wollte mich davon halt immer abgrenzen. Und dann suchst du dir auch Dinge, wo du dich abgrenzt mit. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ich kann das. Ich kann Stärken von Leuten rausholen. Mhm. Ich kann tatsächlich auch Leuten helfen und zuhören. Mhm. Und ich kann da auch noch tiefer und weiter gehen. Man findet halt seinen Weg. Wie gesagt, ich hatte meine eigenen Gründe, warum ich dann in die soziale Arbeit gegangen bin und mir gesagt habe, nie wieder irgendein Geldfuzzi als Chef, nie wieder. Hm. Habe ich jetzt einen Geldfuzzi als Chef? Ja, das wollte ich gerade fragen. So. Auf jeden Fall, man macht halt so Dinge. So, ne? Wie gesagt, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal einen offenen Treff leite oder sonst irgendwas. So, ne? Oder meinen eigenen Jugendclub habe, was ich sowas Ähnliches auch schon hatte. So, ne? Oder Singer-Songwriter-Workshops gebe mit Kids oder mit den Rappers. Passieren halt Dinge, die kannst du nicht planen. Mhm. Ich nenne das dann immer organische Entwicklung. Klar. Ne? Natürlich. Wusstest du eigentlich, dass ich visuelle Kommunikation studiert habe? Nee, aber geil. Ja, ich habe es aber nicht zu Ende gebracht. Siehste? Nach 5 Semestern war... Ist nicht mehr interessant. Warum aber? Jetzt kommt der Grund, warum. Weil ich in einer Modeagentur gearbeitet habe und richtig fett Kohle hatte mit 20. Sehr schön. Ja, aber Leute, es hat dem Raten auch nicht fett gemacht. Das Geld ist weg. So, man hat dir zugehört. Du warst im Game. Mit Mo Shachur hast du den erfolgreichsten Podcast mit in Deutschland, kann man ja so sagen. Nein, das war ein erfolgreicher, das war nicht der erfolgreichste Podcast. Mit, das war, aber mit. War in einem Jahr, war das ganz gut. Also wir haben da schon ganz gute Abrufzahlen, ja. Kam da, fing der schon im Lockdown an? Hat der mich nicht im Lockdown so unterhalten? Und klar, also der war über den Lockdown hinweg produziert, glaube ich. Genau. Ich weiß nicht, ob er im Lockdown rauskam. Keine Ahnung, der Lockdown seit. Digga, eigentlich hat es gar nicht existiert. Wer weiß da überhaupt noch was davon? So. Ich weiß nur, dass alle zu Hause gesessen haben und wir ständig am Hallischen waren. Wir durften ja auch nicht aufmachen, waren trotzdem da. So, ne? Wir haben ja auch die Jalousien zugemacht und haben gebreakt und so. Das war schon cool. Oder Dabke getanzt. Das war verrückt. Ja. Aber in der Lockdown-Zeit habe ich ja auch verrückte Ideen gehabt. Bin ja dann auch live gegangen und habe Talks gemacht. Stimmt. So, ne? Es gab ja auch Dinge, die ganz nice waren eigentlich in der Zeit. So wie zum Beispiel, darauf wollte ich eigentlich, ich wollte einen guten Übergang gerade machen, der hat aber gerade nicht geklappt. Aber ich fand deine Sache, die du gemacht hast, Videoanalyse, wie hieß das nochmal? Ja. Deutschrap-Videoanalyse, wie hieß das nochmal? 1 Million Klicks hieß das Format. Genau. Und das ist ein super Format, also falls ihr irgendwie in der Schule oder Sozialarbeit irgendwas zu tun habt, mit den Kindern einfach vorbehaltlos ihre aktuellen Lieblingsvideos angucken. Ja. Mega, es ist ein sehr, sehr gutes, niederschwelliges Format und es kommen die geilsten Diskussionen dabei rum. Beste, ich weiß. Was, also genau, ich habe es ja dann in der KMA-Antenne auch gemacht. Ja. Weißt du noch, als ich da so meine Meinung zu dem Jizzes-Video gesagt habe, kam so eine Pädagogin um die Ecke und meine Kids sagen, was redet sie? Wallah, sie beleidigt dich. Warum redet sie so mit dir? Ich so, bleib mal ruhig, Mann, so reden die. Aber sie ist gemein, du bist nett. Ich so, ich weiß, das versteht die aber nicht. So, also es war so geil. Ja, mega, aber da habe ich halt gehört, irgendwie so da war dann irgendwie 2-3 Tage später, kamen noch Leute irgendwie so,
Voilà, die waren richtig schlaue Leute, die da extra zu uns hier und ja. hierher gekommen sind und da diese Videos angeguckt haben. Das war haben. Faszinierend. Das hat die beeindruckt, auch selbst wenn sie gar nichts bei der Veranstaltung selber viel gesagt haben, aber dass ja. allein diese Leute sich darüber unterhalten haben. Sich vor allem dafür interessieren, in ihre Gegend zu kommen. Ja. Das ist ihr krass, Zuhause. Ne? Wir sind da alle nur Gäste. Du und ich sind da nur Gäste. Obwohl ich bin aufgenommen worden. Ich darf immer Hallisches sagen. Vielleicht wirst du auch noch aufgenommen. Nein, im Ernst jetzt. Also es ist schon wertschätzend dann auch, ne? Wenn die Leute zurückkommen, dann auch noch sagen, ey Mann, wir haben da über Dinge geredet, ist mir gar nicht aufgefallen und so. Ne? Also du hast die Musikvideos gut auseinandergenommen, vor allem die Texte halt auch. Ne? Text und Bildsprache, das ist ja auch teilweise so ästhetische Erziehung, weil ganz viele von diesen Produzenten, die wissen natürlich auch schon, was sie da tun. Die haben dann so Referenzen, die haben dann Zitate, Filmzitate auch da teilweise mit drin. Und wenn man das so irgendwie so rausarbeitet und so, habt ihr das erkannt? Das war so die Scarface-Szene und so weiter. Ah, okay, wow, krass. Weil ich meine, die gucken ja sowieso den ganzen Tag diese Videos oder hören diese Texte, dann ist schon cool, auch mal darüber zu sprechen, so was löst denn das in dir aus, was macht denn das, warum hörst du das gerade gerne? Ey, das ist ja, top. Das ist natürlich erst ab einem gewissen Alter richtig möglich, aber auch zu lernen, über das zu sprechen, was einem gefällt, warum ja. es gefällt, das ist ja ganz wichtig für eine künstlerische Erziehung oder auch für um sich ausdrücken zu können, über Gefühle sprechen zu können. Das ist ganz, ganz... Du machst da ja eigentlich auch etwas, dass du auch Leute sensibilisierst für Sprache, indem ja. man darüber spricht, was Klar. sie da sagen. Was ich vorhin mit den Rap-Workshops erwähnt habe, wenn du sie sensibilisierst für Sprache, ändert sich die Sprache halt natürlich auch. Was ich so geil fand bei einer Videoanalyse, ich sag den Künstler jetzt auch nicht, aber es ging eigentlich nur um Frauen klar machen. Und um Frauen, dann hast du etwas in den Raum geworfen. Sie reden nur über Frauen. Habt ihr eine einzige Frau im Musikvideo gesehen? Ja. Weil es waren nur Männer. Ja, aber ganz Männer oft. Am Pool, Männer am Auto, Männer im Haus. Ich fand das so geil. Ja, teilweise, ich glaube, in dem Video sind sogar so zwei Brüste und ein Arsch aufgetaucht, aber ohne Gesicht, weißt du so. Und dann denkst du so, ja, ihr seid doch Homos, ihr grillt doch die ganze, ja. ihr hängt doch nur Bro-Love. Ja. So, wozu? So, aber weißt du, das ist ja sowieso etwas Faszinierendes an der Männerwelt, wenn die da irgendwie so die ganze Zeit, wollen sie natürlich Weiber klar machen, aber dann die Alte stresst. Die alte Stress zu Hause. Ja, am liebsten hänge ich doch nur mit meinen Kumpels ab und trinke Bier. Und dann stelle ich mir wirklich die Frage, wozu braucht ihr überhaupt noch Frauen in eurer Welt? Nee, gut, dann seid doch so. Ja. Nur ab und zu mal, um abspritzen zu können. Ja, gut, das könnt ihr doch. Also, das könnt ihr euch doch selber besorgen. Leute. Oder vielleicht entdecken sie, dass ihnen ein Penis besser gefällt als... Ne? Und korrekt. Dann... Und dann kommt heraus, warum sie eigentlich so aggressiv waren die letzten 30 Jahre. Und dann, oh, yeah, now we are talking. Ja, das wär natürlich mega. Irgendwann mein Kollege hat mal zu mir gesagt, der ist mit mir in der U-Bahn gefahren und war eine Gruppe Jugendlicher oder irgendwie so und die haben dann von Gangbang geredet und so und dann hat Henning zu mir gemeint, weißt du, dann hast du damals gesagt, ihr seid doch alle schwul, deshalb macht ihr Gangbang, weil ihr eigentlich, weil ihr die Frau als Anlass benutzt, um euch gegenseitig den Penis zu berühren. Was für eine These. Ja, aber ist doch so. Ja. Gangbang, ja, ey, du bist so näher dran an dem Geschlechtsteil deines Kompagnons als zuvor. Tatsächlich habe ich das mal geantwortet, als mich ein Jugendlicher gefragt hat, was ist ein Gangbang? Hattest du das schon mal? Muss ich das haben? Hat gesagt, wenn du darauf stehst, andere Pimmel zu sehen, dann machst du das. Okay. Weil ich konnte das nicht. Was aber nichts damit zu tun hat, dass ich das jetzt verurteile. Ja, ja. Aber ich konnte das einfach nicht. Ja. Punkt. Und dann hat er gelacht, ich habe gelacht und die Sache war gegessen. Genau, so, und ich habe das halt diesen Jugendlichen da und... Und Henning meinte, da habe ich schon heimlich meine Handschuhe angezogen, weil ich dachte, jetzt geht's gleich los. der war sehr in Sorge, aber irgendwie bin ich da durchgekommen. Naja, geil. Glück gehabt. Ja, aber das ist doch das Schöne daran. Das macht doch Spaß. Ja. Also, du hast ja schon durchblicken lassen. Ich meinte auch gerade, lass mal bitte langsam zum Ende kommen.
So, wir haben Zeit, aber keine Zeit auf der Technik. Ja. Wo bist du gelandet jetzt? Wo bist du jetzt? Was machst du jetzt? Wo ich jetzt gelandet bin? Ich habe ja immer eine Erwerbstätigkeit gehabt. Ich war immer, oder seit 2011, professionell Industriekletterer. Stimmt, hast du mir erzählt? Du hast keine Angst vor Höhen? Nee, ich habe Geldnot. Ich muss Deswegen Geld... hast du aus Geldnot hast du keine Angst vor Höhen? Ja, klar. Das ist der Grund, warum man das mit der... Ja, glaubst du, die Indigenen in Amerika sind freiwillig auf die Wolkenkratzer gestiegen? Da sagt man immer, ja, die Navajos, die sind schwindelfrei. Nee, die brauchten Kohle. Ganz einfach, ist ganz einfach. Man verdient da gut. Ja, also als Industriekletterer hatte ich es mal immer so gemacht. Also ich bin ja, wie gesagt, in diesem richtigen Journalismus auch nie so richtig angekommen, nie so richtig gelandet. Ich war immer freier Journalist. Und das ist ja schon ganz cool, konnte dadurch auch immer meine eigenen Sachen machen. Aber, und es war auch gut, dass ich davon nicht finanziell hundertprozentig abhängig war, sondern ich habe dann eben diese Industriekletterei gemacht, konnte da immer 2-3 Tage arbeiten die Woche und dadurch halt meinen Journalismus betreiben. Jetzt mittlerweile seit 3 Jahren mache ich mehr Arbeitsschutzunterweisungen. Also ich trainiere Leute, die im Gurt arbeiten. Auf der einen Seite als Industriekletterer, auf der anderen Seite einfach nur ganz einfache Monteure, die im Gurt arbeiten, in hoher Höhe arbeiten müssen oder auch in weniger hoher Höhe arbeiten müssen, aber die halt einen Gurt anlegen müssen. Dafür gibt es spezielle Schulungen, die mache ich. Und bin jetzt... in dem Jugendhaus, in dem du auch schon gearbeitet hast, im offenen Treff auch so einen Tag die Woche als Honorarkraft tätig und versucht die da auch so ein bisschen zu unterstützen. Das finde ich gut. Die Kids brauchen immer Hilfe. Auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe mir dann auch, ich war ja lange Zeit bei Deutsche Wohnen enteignen, irgendwie politisch organisiert oder hatte mich da sehr engagiert, war immer... Ja, wir haben uns ja auf Demos auch oft getroffen, klar. Ja, trifft man mich ja immer noch, aber... Auf Demos trifft man Steiger. Irgendwann mal habe ich mir halt dann auch gedacht, so, ey, guck mal. Also, sagen wir so, mir war dann auch dieses Milieu dann so ein bisschen zu studentisch, zu akademisch, nette Leute, coole Leute. Aber ich dachte mir, ey, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war ja immer auch so ein bisschen Sozialarbeit. Ja, na ja, gut, dann absolut. Kann ich auch richtig Sozialarbeit machen, habe dann jetzt angefangen, da Kampfsport anzubieten. Das kommt richtig gut an. Und na, ich habe dir ja damals eigentlich nur gesagt, ey, schaff du den Zugang, es kommt keiner. Wenn du ihn schaffst, wird es dir sehr viel Spaß machen. Genau, und die 17, 18-Jährigen, die kamen zum Kämpfen. Klar, was auch sonst. Die haben, die waren dann auch so ein bisschen überrascht, glaube ich. Aber so richtig zum Training konnte ich die nicht animieren, weil ist ja auch anstrengend, Frisur geht kaputt, schwitzt man, sieht man manchmal auch nicht so cool aus. Ja, natürlich ja, man nicht. Man kann verlieren, ist auch scheiße. Ja. So, und dann jetzt halt die kleineren, so 9, 10, 11 und das ist natürlich schon auch mega. Ja. SC Fighters. SC Fighters, die Ringer von Steiger. Yes, ich habe den Song gehört, Digga, darauf. Crazy, oder? Aber richtig crazy, gut, crazy, geil. Ja. Die Kleinen. Ganz. Ich habe es gesehen und mir ist so warm ums Herz geworden. Die waren ja vorher bei mir, wir haben immer nur gebacken. Die waren ja noch ganz klein. Ja. Können wir Donuts machen? Ja, können wir Kuchen aber machen? Das machen sie heute noch gerne. Ja, Donut machen. Jetzt machen sie Kampfsport. Crepe. Und Rap. Krebs. Können wir Krebs machen? Krebs. Zu mir haben die immer gesagt, wir wollten noch rappen. Warum kommst du nicht rappen? Ich habe keine Zeit. Ach, schön. Ja. So, lieber Markus. Ja. Es war geil. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir aus tiefster Seele für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung auf jeden Fall. Ja, hat Spaß gemacht. War gut. Finde ich auch. Wir können das gerne wiederholen. Aber ich glaube, ich würde mich mal gerne mit dir über andere Dinge unterhalten als über Hip-Hop. Ich glaube, das können wir beide auch sehr gut. Fürs Publikum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Reuer Bunker in the building. Dieser Mann war dafür zuständig. Was könnt ihr für Künstler tun in der heutigen Zeit? Wir haben es gerade gesagt. Kauft die T-Shirts. Kauft die T-Shirts. Hast du T-Shirts? Hast du Merch? Ja, mach doch mal kurz Werbung in diese Kamera da doch mit. Natürlich. Kauft mal Dachel, dieses Buch, was ich mit Mohamed Shahur geschrieben habe. Das gibt es ebenfalls bei Krasser Stoff. Da gibt es auch die ganzen T-Shirts gibt es da noch und Hoodies. Aber Dachel Inside Arabisch Clans gibt es dort exklusiv im Verkauf.
Nicht exklusiv, ihr kriegt es auch im Buchhandel, aber dort kriegt ihr es auf jeden Fall relativ schnell. Und es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Also ein Migrationsforscher, der uns jetzt nicht unbedingt in seiner Top-10-Liste der Lieblingspersönlichkeiten hat, hat gemeint, sehr gutes Buch zum Thema Clans. Also wirklich. Dann muss ich das auch noch lesen. Ja, musst du machen. Ich muss Nazi-Hütes kriegen. Gute. Geil, komm vorbei. Ja. Kreuzberg. Mach mal. So Leute, wie kann man einen Künstler unterstützen? Das war erstmal sehr gute Werbung gerade. Ich blende es hier wieder ein. Bitte natürlich auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Das ist nämlich gut, wenn ihr das macht. So, das war's von mir. Tizzy, das war's von Steiger. Genau. Und wir beide waren in the building. Elvis has left the building. Genau. Ciao. In the building.